Spektakel im Stadion. Sie sind wieder hier in München. 500 PS Action, hautnah. Einzigartig, die DTM im Olympiastadion. So kann man also auch seine Ferien verbringen. Hallo aus München, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem wirklich außergewöhnlichen Ereignis. Eigentlich macht die DTM ja im Moment Halbzeitpause. 5 von 10 Rennen sind absolviert, aber für die Stadionrunde im Olympiastadion von München, da haben die Teams ihre Autos in der DTM gerne nochmal rausgeholt, obwohl, wenn man genau hinguckt, die Jungs, die Mechaniker und Ingenieure, die haben schon ein kleines bisschen Angst, ob sie die Dinger auch an einem Stück wieder zurückbekommen. Der Blick rein ins Stadion, der ist unfassbar attraktiv. Das gibt's nur ganz, ganz selten. Eine Rennstrecke in einem Stadion. Und obwohl es hier heute und morgen keine Punkte zu gewinnen gibt, möchte natürlich jeder gewinnen. Sie kennen das, Rennfahrer-Ehre. Im vergangenen Jahr, da hat hier einer übrigens alle überrascht. Eduardo Mortara in seinem ersten Jahr in der DTM. Und Christian Dexne, diese Überraschung, die gilt im Übrigen auch für seinen Teamchef, für Arno Zensen. Der Blick geht nicht in die Ferne, sondern bleibt beim Wesentlichen. Es ist sehr schön. Die Autos sind sehr klein hier und können sehen ganz gut die Linie von den anderen Fahrern und ja, es ist sehr schön. Ganz oben Eduardo Mortara, das kennt er in München. Letztes Jahr, ich glaube, es war schon ganz gut. Wir waren super, super kompetitiv. Samstag, wir haben das Rennen gewonnen. Das war immerhin der erste Sieg für Team Rosberg in der neuen DTM. Zählte zwar leider nicht zur Meisterschaft, aber trotzdem, Sieg ist Sieg. Ein Sieg ist immer ein Sieg und es ist immer sehr, sehr schön. Sieger am Samstag und auch am Sonntag war er ganz nah dran. Sonntag, wir waren in die Finale und ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Aber es war für uns ganz natürlich ein sehr positives Wochenende. Es war natürlich ein ziemlicher Motivationsschub für die ganze Mannschaft. Und davon kann man natürlich eine Zeit lang zehren. Fast ein Jahr später der Sieg in Spielberg. Es war für uns das erste Sieg für Team Rosberg in der DTM-Meisterschaft. Und das war natürlich auch mein erster Sieg in DTM. Es ist nur mein zweites Jahr und natürlich, es war ein fantastisches Wochenende. Ich glaube, das waren die schlimmsten 70 Minuten der letzten 10 Jahre. Das Rennen hat und hat nicht aufgehört. Also, und dann haben wir natürlich auch richtig hinterher gefeiert. Also es war ein tolles Wochenende. Ausraster im Auto inklusive. Französische Mutter, italienischer Vater ist eine ganz explosive Mischung, muss ich sagen. Er ist wirklich wie ein Vulkan kurz vor dem Ausbruch. Aber das ist ja auch der Spaß mit ihm. Der Vulkan gibt sich zurückhaltend. Schau mal für die nächste Rennen. Ich bin ganz optimistisch. Ja. Der Sieger vom Vorjahr ist bereit. Und diesmal ist auch für ihn wieder alles ein kleines bisschen anders. Ein unfassbares Gewusel hier in der Zone, in der die Autos, nachdem sie rauskommen, nochmal wieder gekühlt werden. Aber wo gleichzeitig die, die reingehen, sich bereit machen für diesen außergewöhnlichen Kurs. Eduardo Mortara im Moment 7. in der Gesamtwertung. Sein fahrerisches Können, das haben wir auch gerade nochmal bestätigt bekommen. Das hat er unter Beweis gestellt. Er ist einer der ganz, ganz Schnellen in der DTM. Früher wollte er eigentlich immer in die Formel 1, aber jetzt hat er sich hier, glaube ich, sehr, sehr gut eingelebt. Aber auf diese Strecke hier in München, da muss er sich jetzt gleich wieder ganz neu einstellen, denn die hat sich deutlich verändert. Also aus einem Kurs sind sozusagen 2 geworden. Gespiegelt das Ganze, wenn man von oben drauf guckt, damit die Zuschauer die Duelle noch besser nachvollziehen und verfolgen können. Jeweils 614 Meter lang dieser Parallelkurs mit neuem Asphalt. 3 Kehren, 3 sehr, sehr enge Kehren sind mit dabei. Das macht die Sache nicht einfacher und der Asphalt soll ein bisschen rauer sein im Vergleich zum vergangenen Jahr. Das wiederum bedeutet mehr Grip und macht die Sache vielleicht ein bisschen einfacher für Manuel Reuter in seiner Streckenvorstellung. So, meine Damen und Herren, Streckenvorstellung hier im Olympiastadion in München. Es geht immer los mit dem stehenden Start. Ampel ist auf Rot. Wenn sie ausgehen, jetzt geht's los. Das heißt hier mit wenig durchdrehenden Rädern direkt loskommen, geht's hier in die erste rechts. Sehr eng und ist hier mit Schwung rausfahren an der Bande entlang. Auto ist ausgebrochen.
Dann hier auch das Auto schön positionieren. Wieder hier raus, es geht die nächste links. Auto ist hier sehr unruhig, wichtig sauber zu fahren. Es geht den Gang hoch. Höchstgeschwindigkeit hier doch knapp 140. Hier ist auch, Auto rutscht hinten weg. Viel Schwung hier mit dem Moor. Waren wir hier fast in der Wand in der rechts. Und jetzt geht es hier wieder hier zurück zu der nächsten engen rechts. Hier kann man spät bremsen, verleitet hier das Auto reinlaufen zu lassen. Hier wieder viel rutschen über die Hinterachse. Und jetzt geht es hier zurück. Wieder quer das Auto. Gang hoch und jetzt hier die letzte links. Wichtig hier nochmal. Das haben wir fast einen Dreher. Jetzt hier nochmal viel Schwung mitnehmen. Und das war die Streckenvorstellung hier in München. Kann man da nur sagen. Auch gut 600 Meter können also ganz schön anstrengend sein. Da wird einem ja schon schlecht vom Zugucken. Schlecht wird den Kollegen Mechanikern jetzt auch, weil sie nämlich um mich herum ihre Reifen hier platzieren müssen. Super, wie wir uns hier hingestellt haben. Also, das ist eine anstrengende Angelegenheit. Aber wir sind ja auch nicht bei der rhythmischen Sportgymnastik. Wir kennen die Strecke jetzt, meine Damen und Herren, aber noch nicht den Modus, in den sich die Fahrer hier auch erstmal ein kleines bisschen eingewöhnen müssen. Klar ist auf jeden Fall, heute geht es um die Teamwertung. Morgen am Sonntag um die Einzelwertung. Und für alles Weitere haben wir den Kollegen André. Er hat sich richtig Mühe gegeben. Es ist schon verzwickt mit diesem Modus, wenn schon die Piloten ins Grübeln kommen. Mir ging's übrigens genauso. Klar ist, von jeder Marke, BMW, Audi und Mercedes, qualifizieren sich in einem Zeitfahren zunächst die schnellsten vier für den Staffelwettbewerb. Immer zwei Fahrzeuge einer Marke bilden ein Team, in der Boxengasse kommt's zum Wechsel. Soweit recht einfach. Insgesamt sechs Teams. Zwei von jedem Hersteller treten gegeneinander im Viertelfinale an. Alles klar? Die drei Gewinnerteams kommen direkt weiter. Doch was dann? Ein Team fehlt. Die Lösung des Problems, das vierte Team, wird als Lucky Loser aus den drei Verliererteams bestimmt. Im Halbfinale geht's dann darum, die Teilnehmer am Finalrennen zu ermitteln. Und am Ende steht dann endlich das Siegerteam fest. Ganz einfach, hm? Breitsamer, sagt der Bayer. Also sozusagen alles fertig. Aber schauen Sie mal, wie der derzeit führende DTM Gary Paffett sich das Ganze da auf dem Monitor anguckt. Natürlich suchen Sie im Moment noch den besten Weg über diese 614 Meter, die Sie in mehreren Runden hier umfahren müssen. Hier ist eine Frau, die gleich ins Auto muss. Susi, wie geht's? Alles gut? Oder ist ein bisschen Nervenflattern mit dabei, weil das ja alles sehr eng ist und man möglicherweise das Auto gar nicht kaputt machen möchte? Ja, es ist ein ganz anderes Challenge heute. So schnell wie möglich über fünf Runden. Ich denke, es wird ganz schnell vorbei sein. So einfach konzentriere sehr und hoffe, dass ich kann in die ersten vier kommen. Gibt es sowas wie einen Auftrag von den Mechanikern oder vom Ingenieur, sowas wie eine Drohung, wenn du irgendwas kaputt machst am Auto, dann gibt es aber richtig Saures? Sie haben einfach gesagt, sie haben mich gezeigt, wo die Teile sind im LKW und sie haben mich gezeigt, wo die Tools sind. Und sie haben gesagt, wenn etwas passiert, machst du das allein. So, nein, das war nur Spaß. Ich denke, das bringt nichts, wenn man in Mauer fährt heute Morgen oder in die erste Runde. So, ich probiere nichts in der Nähe von der Mauer zu kommen. Es ist für alle neu, der Kurs ist anders. Er ist jetzt gespiegelt, 614 Meter lang, drei sehr scharfe Kehren. Wo kann man hier Zeit rausholen bei 140 km/h Spitzengeschwindigkeit? Ja, es ist mehr zu tun mit den Reifen und den Bremsen. Sie sind ganz kalt am Anfang und man muss schauen, dass man kann trotzdem schnell sein in die ersten zwei Runden, bis die Temperatur im Auto ist. Ich denke, das ist die, ja, die wichtigste. Gibt es irgendwelche Absprachen innerhalb des Teams, bei Mercedes, bei euch zum Beispiel? Denn es müssen ja Teams gefunden werden heute. Man muss erstmal reinkommen, um weiterzufahren. Ja, aber alles ist ganz fair. Sie haben einfach gesagt, die besten vier gehen durch. So, wir haben alle eine gute Chance. Wie groß ist deine Chance? Hoffentlich groß, sage ich dir in circa 10 Minuten. Okay, dann sehen wir dich. Dankeschön. Dankeschön, Susi Wolf. Also, Sie sind noch ganz relaxed, obwohl das eine ganz, ganz andere Anspannung ist, die man hier erlebt. Jetzt schauen wir mal, wer macht da seinen Motor an. Jamie Green geht jetzt gleich rein im Duell mit Roberto Merhi. Und da gehen wir auch zusammen mal rein ins Olympiastadion. Ist auch viel zu laut jetzt hier. Es wird aber noch ein bisschen lauter. Mit unseren
Stadionsprechern Philipp Sommer und Manuel Reuter. Rasante Unterhaltung mit der DTM im Ersten wünscht Aral Ultimate, der Kraftstoff der DTM. Hankook, der Reifen der DTM. Und Bosch, das Motormanagement der DTM. Das wohl berühmteste Stadiondach der Welt. Hier im Olympiastadion, wo es die DTM geschafft hat, zur olympischen Kernsportart zu werden. Zweite Ausgabe dieses Events hier im Olympiastadion. Manuel Reuter, der ja gestern auch schon im Auto saß. Wie ist es? Ja, es sieht natürlich aus dieser Perspektive hier sehr einfach aus. Es sind, wie der Klaus gesagt hat, nur gute 600 Meter, aber die haben es in sich. Einmal natürlich, wie Susi Wolf gerade sagte, das Anwärmen der Reifen und der Bremsen. Es wird ja hier im Grunde kalt losgefahren. Und dann natürlich diese Präzision, die man hier in diesen 5 Runden an den Tag legen muss. Es nutzt nicht eine schnelle Runde zu fahren, sondern 5 Konstante. Und das ist die Schwierigkeit. Und wir sehen ein Mercedes-internes Duell. Jamie Green gegen Roberto Meri. Damit fangen wir unsere Übertragung an. Das dritte Rennen, dazu später mehr. Sie verpassen nichts, bekommen hier alles, was hier gelaufen ist bisher, zu sehen. Jamie Green in Silber, Roberto Meri in Blau. Meri, Mercedes Youngster gegen den arrivierten Green, der ja so sensationell diesen letzten Lauf am Nürburgring gegen BMW gewinnen konnte. Die roten Lampen gehen an und wieder aus und das Rennen ist gestartet. 5 Runden werden gefahren auf dieser Rundstrecke und es geht darum, die schnellste Zeit zu erzielen. Also markeninterne Duelle. Die 8 Mercedes-Fahrer fahren zwar hier gegeneinander, aber es gelten die 4 besten Zeiten, also die 4 schnellsten über diese 5 Runden. Die kommen weiter ins Viertelfinale. Sprich, ein Sieg heißt nicht automatisch, dass man auch weiter ist. Puh, böser Fehler hier von Green, fast in die Wand. Das hat schon mal Zeit gekostet. Die Frage, wie viel? Denn es kommt ja hier auf die Addition an, 5 saubere Runden auf den Asphalt zu legen. Ja, trotz des Fehlers ist Green vorne im Vergleich mit Meri. Aber wie er im Vergleich zu den anderen Kollegen steht, das wird man erst am Ende sehen, wenn alle Duelle ausgefahren sind. Ja, zweite Runde jetzt war stark von Green. Die Top-Zeiten bewegen sich im Moment auf eine Runde gesehen, alle so knapp unter 28 Sekunden. Green weiter. Klar vorne gegen Roberto Meri, der sich ja schon ein paar Mal unbeliebt gemacht hat in den 5 Rennen der Saison. Da war von Autoscooterfahrer die Rede. Also er hat es mit der Härte ab und zu mal übertrieben, aber dieser Ruf, der ist ihm vorausgeeilt. Hat ja die Formel 3 Euro-Serie im Vorjahr gewonnen, Roberto Meri. Und er ist einer, der immer am absoluten Limit fährt. Jetzt bleibt ihm ein Rad stehen. Das sind eben die kleinen Fehler hier, die sich dann summieren und in Additionen möglicherweise das Weiterkommen vereiteln. Jetzt geht es hier wieder zurück für Green. Diese engen Kehren hier verleiten wahnsinnig zum richtig spät bremsen. Und das ist die Zieldurchfahrt. Jamie Green gewinnt hier deutlich. 2,3 Sekunden Vorsprung vor Roberto Meri für Jamie Green. Also er legt hier eine Basis zum Weiterkommen der Brite, der ja im absoluten Aufwind ist nach diesem Sieg am Nürburgring, der wirklich sensationell war in der letzten Sekunde. 9 Sekunden vor Zieldurchfahrt übernimmt er die Spitze durch das Überholmanöver gegen Martin Tomczyk, nachdem er 3 Runden zuvor schon Bruno Spengler kassiert hatte und dann im Endeffekt die beiden BMW auf Platz 2 und 3
verweisen konnte. Es war sein 4. Sieg am Nürburgring in 5 Jahren, während wir nochmal die Slow-Mo sehen vom Start, der ab und zu ein bisschen tricky ist, ein bisschen schwierig ist, denn man kann die Bremsen nicht richtig anwärmen und das bedeutet beim Vorspann, da der Fehler von Green nochmal. Ja, in der ersten Runde auch ein, sag ich mal, Resultat davon, dass die Bremsen noch nicht optimal auf Temperatur sind. Und gerade beim Start ist es umso schwieriger, denn die Autos werden ja richtig vorgespannt. Nur wenn diese Kohlefaserbremsen nicht mindestens knapp 300 Grad haben, hier auch leicht an die Wand von Mary, ist es extrem schwierig, die Autos richtig beim Start vorzuspannen und dann natürlich auch das Anbremsen der ersten 2, 3 Ecken. Da müssen die Piloten dieses Gefühl haben, wie viel kann ich hier schon attackieren, wie viel Risiko gehe ich. Und Green hat sich, wie gesagt, trotz dieses Fehlers noch durchsetzen können im direkten Duell gegen Mary. Und Susi Wolf macht sich bereit, Druck hat sie, wie gesagt. Wenn sie was kaputt macht, soll sie selbst machen. Nein, war nicht ernst gemeint von Susi Wolf. Ja, Susi hat natürlich hier ein ganz hartes Los. Im Moment gegen den Mann der Stunde in der DTM, gegen Peffert, der keine Fehler macht. Aber bisher, was wir gesehen haben von Gary Peffert, hat er sich nicht ganz so leicht hier getan. Aber es kann natürlich gut sein, dass er bis jetzt geblufft hat. Also wie gesagt, selbst wenn sie Gary Peffert nicht schlagen kann, es geht für sie darum, unter die besten 4 zu kommen, was die Zeit angeht über die 5 Runden. Und auch mit einer Niederlage kann man hier also weiterkommen. Hier hat Peffert Susi Wolf lange warten lassen, bis er in die Box reingefahren ist. Leicht durchdrehende Räder bei Gary Peffert und Susi Wolf gewinnt den Sprint, ja, Richtung erste Kurve. Mal sehen, ob sie diesen Vorsprung halten kann. Moment sind beide ziemlich gleich auf. Direkter Vergleich nebeneinander und Peffert hat die Spitze übernommen. Eine Wagenlänge Vorsprung für den Briten. Nach der ersten Runde sind es schon 2 Wagenlängen für Gary Peffert. Also hat den Rückstand vom Start sofort wettgemacht und in einen Vorsprung umgekehrt. Vorsprung jetzt für Gary Peffert, 1,5 Sekunden fast. Ja, im letzten Umlauf knapp 1/8 schneller auf diesem doch kleinen Kurs als Wolf. Leichter Wackler von Peffert beim Anbremsen hier. Auto sehr unruhig gewesen. Ja, hier nochmal jetzt leichtes Ausbrechen des Hecks. Noch 2 Runden für Gary Peffert und für Susi Wolf. Wieder stehen bleiben der Räder. Also Peffert hier am absoluten Limit unterwegs. Wird aber von Runde zu Runde schneller, Gary Peffert. Bester Saisonstart seiner Karriere. Platz 4 am Nürburgring. Das schlechteste Saisonergebnis, aber wenn Sie sich erinnern, von der Pole gestartet, umgedreht in der ersten Kurve und dann vom letzten Platz nach vorne marschiert, bis fast aufs Podium. Wieder eine sensationelle Leistung von Peffert. Und Gary Peffert braucht jetzt noch eine halbe Runde hier. Und dann kann er seine Zeit vergleichen mit der von Jamie Green und mit der von Roberto Meri. Er ist schneller als Meri, aber langsamer als Green. Und Wolf ist langsamer als beide und hat natürlich einen riesen Rückstand auch auf Gary Peffert. Wird ganz schwer mit dem Weiterkommen für Susi Wolf. Ja, auch Peffert muss aufpassen. Auch seine Einzelrunden waren nicht so toll. Die beste Runde, die Peffert geschafft hat, waren 27.9.3.0 und die besten seiner Mercedes-Kollegen lagen im Bereich von 27,7 und 2,5 Zehntel und das mal 3 mal 4
kann er dann den Ausschlag schon geben. Also wenn man die Zeiten sieht, Green 2:22.75 und Paffett 2:23.579, also fast eine Sekunde langsamer Gary Paffett als Jamie Green. Mal sehen, was diese Zeiten im Endeffekt wert sind, wenn die anderen beiden Mercedes hier Paarungen gefahren sind, also die anderen vier natürlich, Vittorius, Wickens und Schumacher gegen Coulthard. Und wir sind gleich zurück und machen weiter mit ein bisschen Splitscreen-Werbung. Wow, Eva, schau dir das mal an. Das ist ein Schwimmer. Tänzer. Sven Strubinski. Noch nie gehört. Guten Tag. Sven Strubinski. Geiler Rücken. Stärkt Ihnen den Rücken. Der Ergonomiesitz von Opel. Nur eine von vielen Opel-Ideen, die das Leben leichter machen. Und was kann Ihr Auto? Opel. Wir leben Autos. Und wir schauen uns an die beiden anderen Mercedes-Duelle des heutigen Tages hier im Olympiastadion. Und das erste, wir haben schon davon gesprochen, das Duell der Formel-1-Fahrer David Coulthard gegen Ralf Schumacher. Schumacher am Nürburgring mit großem Pech, hatte das Feld angeführt für einige Runden, dann Elektronikprobleme, immer wieder Aussetzer. Am Ende musste er sein Auto abstellen. David Coulthard dagegen, für den lief es super. Fünfter Platz für ihn. Bestes Ergebnis seiner DTM-Karriere für David Coulthard. Schumacher kommt schon mal deutlich besser hier beim Start direkt weg. Und führt nach der ersten halben Runde. Schumacher hat sich eh sehr gut hier eingestellt auf den Kurs, haben wir gestern schon gesehen. Machte einen sehr guten Eindruck. David Coulthard, vorher bei der Vorstellung hat er gesagt, das Oktoberfest mag er gerne an München. Hier ist die Wiesn zum Asphalt geworden. Hier muss er sich auch zurechtfinden und das fehlt noch nicht so richtig. Das passt noch nicht so richtig für David Coulthard. Großer Rückstand. Der Auto auch sehr unruhig von Coulthard, schiebt einmal stark über die Vorderachse und auch die Hinterachse ist sehr unruhig beim Rausfahren. Man muss hier schauen, dass man eine relativ spitze Linie fährt, also nicht zu rund, sondern gerade hinbremst, spät bremst, das Auto schnell dreht und dann wieder sehr früh ans Gas gehen kann. Das ist hier das Mittel, um richtig schnell zu fahren. Schumacher hat im Moment ganz klar hier die Nase vorn. Riesenvorsprung für Ralf Schumacher gegen David Coulthard. Der sagt, auch wenn es nicht immer so gut läuft für mich in der DTM, ich habe hier einen Riesenspaß. Und wie gesagt, mit seinem fünften Platz vom Nürburgring hat er ja auch mal eine Aufwärtsbewegung gezeigt, die dringend nötig war. Coulthard, fünfter Platz. Coulthard, absolut. Dass er jetzt hier nicht so gut zurechtkommt, das wird er verschmerzen bei diesem Schau-Event. Ralf Schumacher mit einer starken Zeit. Ist etwas langsamer als Jamie Green, aber schneller als Paffett. 2:23.084. David Coulthard lässt nur Susie Wolf hinter sich. Und ist damit schon sicher ausgeschieden. Genau, und Schumacher mit über 3 Sekunden vor Coulthard. Bei einer Fahrzeit von doch nur 2:23. Also nach 3 gesehenen Duellen. Green, Schumacher, Paffett, Meri sind die ersten 4, die im Moment noch weiter sind. Coulthard und Wolf schon ausgeschieden. Aber 2 kommen ja noch. Christian Vittoris
in Silber und Robert Wickens in Rot. Der Kanadier Wickens gegen den Gönnersdorfer hier im Bild, Christian Vitoris. Das sind beides dieses Jahr die neuen Mercedes-Junioren. Hier geht es natürlich dann auch intern um das Prestige. Wer ist hier und jetzt der Bessere? Leichtes Anrollen hier von Vitoris wird aber hier keine Rolle spielen. Da wir es angesprochen haben, die Problematik ist, dass die Bremsen hier nicht optimal ihre Funktion haben beim Start, weil sie einfach zu kalt sind. Wir haben gerade beim Start dunkle Wolken gesehen über dem Stadion. Es bleibt noch trocken, aber es soll auch mit ein bisschen Regen gehen, beziehungsweise es wurde gestern schon bewiesen, dass es hier möglich ist, auf nasser Strecke zu fahren. War im letzten Jahr ja ein Problem. Hier, als es regnete auf dem glatten Asphalt, wurde es sehr schmierig und das mögen die DTM-Piloten gar nicht gern. Boah, Vitoris hier am absoluten Limit unterwegs. Zweimal auf der Bremse etwas weit gekommen, konnte aber trotzdem seine Linie halten beim Rausfahren hier. Aber die zwei Schenken gibt es im Moment gar nichts. Vitoris eine gute Länge vorn. Vitoris auch im Vergleich zu seinen Mercedes-Piloten schnell. Im Moment ist er auf dem Zeitniveau von Jamie Green. Und der führt im Moment das Ganze noch an. Nicht vergessen, Green hat ja den Fehler beim ersten Anbremsen hier der unteren Kehre. Stehenbleiben des Vorderrads bei Vitoris. Aber diese Fehler kompensiert er hier spielend und ist weiterhin sehr schnell unterwegs gegen Robert Wickens, der einzige Kanadier, der eine Superlizenz hatte als Formel 1 Testfahrer. Er unterliegt hier deutlich gegen Christian Vitoris, der die absolute Bestzeit hier markiert. 4000stel ist er schneller als Jamie Green und qualifiziert sich hier souverän für die nächste Runde. Da haben wir es. Christian Vitoris. Ist der schnellste. Jamie Green ist genau der zweitschnellste. Die Einblendung hat hier eben nicht gestimmt. Haben nämlich die anderen Duelle gefehlt. Und da haben wir ihn, Christian Vitoris. Also Vitoris, Green, Schumacher und Paffett. Das sind die Top 4 bei Mercedes. Wickens ausgeschieden, Mary, Coulthard und Wolf. Und wir hören mal nach, nach diesem ersten Mercedes-internen Duell bei Ralf Schumacher. Ja, Ralf Schumacher, herzlichen Glückwunsch. Sie haben sich qualifiziert, fahren jetzt mit Jamie Green, wenn ich es richtig sehe. Ja, wie zufrieden sind Sie mit dem Qualifying? Ja, soweit so gut. Ich meine, Gott sei Dank ist bei keinem was kaputt gegangen. Also die Strecke ist eindeutig verbessert worden. Also hat man wirklich einen ganz guten Job gemacht. Auch ein, sagen wir mal, gutes Grip-Level, sodass man auch wirklich so eine Art Rennen machen kann, realistisch. Also von dem her sind wir eigentlich ganz glücklich und hoffen natürlich jetzt, dass das mit dem Staffellauf quasi auch ganz gut funktioniert. Haben Sie das denn mal geprobt, geübt? Gestern im freien Training haben wir es mal geprobt und ich hoffe natürlich, dass nichts schief geht, dass keiner einen Fehler macht. Viel Erfolg, danke. Und wir schauen auf die nächsten Duelle und zwar die von Audi. Miguel Molina in Blau gegen Timo Scheider in Weiß. Scheider gleich mal mit ausbrechendem Heck, Ende der ersten Kurve.
Auch hier geht es darum, dass sich die 8 Audi-Fahrer intern erstmal messen, wer die 4 schnellsten Zeiten markiert und sich dann für die nächste Runde qualifiziert. Scheider ganz knapp die Nase vorn. Ja, gute Länge doch jetzt. Molina, der ja auch letztes Jahr hier sehr viel riskiert hat und sehr heftig eingeschlagen ist. Da sieht danach aus, dass wohl Molina wieder etwas, ja, aufholen kann. Zwei Zehntel nur gut für Timo Scheider im Moment Vorsprung. Der Bremse, die Molina sehr spät. Ja, er lässt sich nicht abschütteln. Das engste Duell, das wir hier bisher gesehen haben. Zwischen Scheider und Molina. Oh, es wird ganz eng hier für Timo Scheider. Molina kommt ganz langsam. Knapp 2 Zehntel ist der Vorsprung von Scheider. Waren schon mal gute 3. Und weiter. Minimale Führung für Scheider. Jetzt hier die letzte. Links wird hier entscheiden. Und Timo Scheider gewinnt ganz knapp vor Miguel Molina. Da ist Timo Scheider, glaube ich, noch mal ganz leicht angeschlagen in dem Rechtsknick da, wo die Flagge ist. 1,5 Zehntel Vorsprung für Scheider gegen Molina. Im ersten Audi-Duell, also das ist ein super Auftakt. Und wir gehen sofort weiter und sehen Philippe Albuquerque, und er hat es mit dem Samstagssieger zu tun vom letzten Jahr, mit Edo Mortara, der natürlich auch in diesem Jahr heißer Favorit ist. Besserer Start von Mortara. Am Sonntag im Vorjahr ja heftig eingeschlagen im Finale gegen Spengler, und dann kommt er aber ganz weit raus. Ja, ja, sehr weit draußen, voll komplett von der Linie weg. Herr Molina hat auch Vorsprung schon. Der Fehler hat sich direkt... Albuquerque. Entschuldigung, genau. Albuquerque. Ja, fast 2 Längen hat es gekostet. Ja, da wird es eng für Mortara. Da darf er jetzt keinen Fehler mehr einbauen. Fährt er auch eine etwas seltsame Linie? Ja, er hat es natürlich auch gesehen, dass Albuquerque hier deutlich vor ihm ist. Und jetzt hat er es wieder umgedreht. Also die Linienwahl war richtig von Edo Mortara, der sich da hat weit raustragen lassen. Aber auch ein kleiner Fehler, aber nicht sichtbar von Albuquerque, der etwas von der Linie war. Denn die einzelne Rundenzeit war nicht gut hier von Albuquerque. Also in den ersten 2 Runden 2 grobe Schnitzer. Einmal Mortara, einmal Albuquerque. Auch hier wieder leicht quer beim Rausfahren. Ja, es tut sich auch nichts mehr. Das ist der Abstand, den er nach der 2. Runde hatte. Mortara auf Albuquerque. Da drin gewesen von Albuquerque nochmal. Jetzt muss es Mortara nur noch nach Hause fahren. Ist doch relativ komfortabel vorne. Und fast eine Sekunde. Bei
beide Autos ja auch hier vom Team Rosberg eingesetzt. Ganz eng an der Mauer vorbei, an der Wand vorbei. Udo Mortara. Und er wird hier abgewinkt als Erster, aber er ist nicht schnell. Nein, es war nur eine 2:24.616 in der Addition der fünf Runden. Und auch in der schnellsten Einzelrunde gesehen, war Mortara hier nicht wirklich schnell. Verliert er 3 Zehntel auf Molina und fast eine halbe Sekunde auf Timo Scheider. Genau. Also, da haben wir es nochmal in der Grafik. Nur dritte Position erstmal. Albuquerque, Vierter. Also fast schon raus, denn es kommen ja noch 4 Audi. Tombe, der ganz weit vorne steht und anrollt gegen Rockenfeller. Aber wie gesagt, die Rennleitung wird dann nicht sanktionieren, weil eben die Bremsen noch kalt sind und die Vorspannung da so einen Druck ausübt, dass das mal passieren kann, dass es so kleine Rucker gibt. Adrian Tombe, der hat diesen Vorsprung aber oder diesen kleinen Vorteil direkt ausgenutzt und führt hier gegen Mike Rockenfeller relativ deutlich. Schon nach einer halben Runde. Da ist er auch ganz spät gewesen. Das Auto ist quer gekommen bei Tombe, aber schön korrigiert und hat ihn nichts gekostet. Mike Rockenfeller und seine Sicht aufs Olympiastadion. Leicht krank. In diesen Tagen mit einer leichten Grippe hier angereist. Rockenfeller war gar nicht fit gestern. Und Tombe, der sich in dieser ersten Hälfte der Saison sehr viel Lob erarbeitet hat, von allen Seiten übrigens. Alle waren überrascht, wie gut er diese Herausforderung DTM bislang meistert. Ja, auch hier bisher am Wochenende sehr gute Vorstellung von Tombe. Rockenfeller da noch mal ranfahren an Tombe. Tombe in der Gesamtsicht übrigens ebenfalls schnell. Schneller als Scheider und Molina im Moment. Können Sie in der Grafik nicht sehen. Mal hier auf unseren Zeiten. Tombe, wenn er das hier sauber jetzt zu Ende bringt, dann hat er gute Chancen, weiterzukommen und macht das in diesem Moment fix. Führt nämlich im Moment die Gesamtwertung von Audi an. 2:23.3 ist seine Zeit. 8 Zehntel schneller als Scheider, den er auf Position 2 verdrängt. Mike Rockenfeller, und das ist Wahnsinn, ist exakt zeitgleich wie Miguel Molina, da haben wir es auf 3 und 4. Beide 1,021 Sekunden zurück. Identische Zeit. Und jetzt ist Mike Rockenfeller der Dumme, denn Molinas Zeit ist wird als schnellere gewertet, beziehungsweise er wird besser platziert, weil er sie vor Rockenfeller gefahren ist, was natürlich irgendwie auch widersinnig ist, weil wenn Rockenfeller einfach später ausgelost wird, dann kann er die Zeit nochmal nicht früher fahren. Aber das steht so oder so im Reglement übernommen worden aus den normalen Regeln. Und das bedeutet, wenn jetzt einer dieser beiden schneller fährt als Molina und Rockenfeller, dann wäre Rockenfeller ausgeschieden, obwohl er dieselbe Zeit gefahren ist als Molina. Ja, hier fahren jetzt Ekström gegen Freien. Ekström ist natürlich auch einer der absoluten Spezialisten für diese Disziplin. Dreimal hat er das Race of Champions, die Einzelwertung gewonnen, die Mannschaftswertung hat er auch noch gewonnen. Also das ist wirklich einer, der sich auf solchen Kursen super wohl fühlt und das zeigt er gleich. Ja, vor allem, er ist vom Start weg brandschnell direkt noch mit kalten Reifen, kalten Bremsen. Fehler hier von Freies, Auto quer gekommen. Also das beherrscht Ekström hier wirklich exzellent. Aber er weiß auch, dass
er in der Gesamtzeit eine richtig gute hier abliefern muss, denn seine Teamkollegen haben hier schon kräftig was vorgelegt, speziell Tabé. Matthias Ekström hat heute Geburtstag. 34 Jahre alt wird der Schwede. Im besten Rennfahreralter. Ganz saubere Linie hier von Ekström. Kaum ein Rutscher zu sehen. Rundenzeit betrachtet, Ekström brandschnell, fährt es eine 27 Mitte, 27,5. Ja, er baut hier kontinuierlich Runde für Runde seinen Vorsprung auf frei aus. Da haben wieder die Vorderräder gestanden. Es ist die Bestzeit für Matthias Ekström. 2:21.494. Und Rahel Frey, die ist um Welten zurück. 2:25.1. Damit ist Frey draußen. Und wir haben tatsächlich den Fall Molina und Rockenfeller. Identische Zeit, aber Molina weiter und Rockenfeller draußen. Molina Vierter und Rockenfeller Fünfter. Ekström, Tombe, Scheider und Molina sind drin. Und einer ist ganz überraschend draußen. Eduardo Mortara, da hören wir mal nach. Ja, Eduardo Mortara gehört jetzt sozusagen zum X-Club der Ausgeschiedenen. Eduardo, letztes Jahr waren Sie hier der Sieger am Samstag, heute schon raus. Was ist denn schiefgelaufen? Ja, gestern, wir haben die beste Runde gemacht. Das ist die schnellste Runde gemacht. Ganz einfach für uns, aber heute, ja, es war nicht möglich und wir haben nicht das gleiche Gripniveau und wir sind raus. Aber heute ist es das Teamrennen und ich bin ganz sicher, dass morgen wir werden ganz kompetitiv. Dann Kopf hoch für morgen, viel Erfolg, danke. Dankeschön. Und wir sind bei BMW angelangt und sehen Augusto Fafus und Andy Prio im stallinternen Duell von Manpai Racing. Fafus, der so viele positive Schlagzeilen geschrieben hat. Aber bislang. Auch der Heißsporn. Ja, am Norrisring hat sich den Zorn von Ekström zugezogen, aber nach der Startkollision bzw. der Kollision in der ersten Runde. Aber er hat sich auch aufs Podium schon vorgefahren. Am Lausitzring Platz 3. Andy Prio mit einigen Problemen. Er jetzt am Norrisring mit einem Top-10-Resultat. Hat ihm sehr gut getan. Und jetzt hat er den besseren Start erwischt gegen Augusto Fafus. Andy Prio, sehr erfahrener Mann, 38 Jahre alt, Weltmeister bei den World Touring Cars. Minimaler Vorsprung. Ja, aber Fafus holt schon auf. Etwas von der Linie weg. Noch eine gute Länge Vorsprung, aber Fafus kommt langsam. Fafus gestern extrem wild hier unterwegs, war mal kurz vorm Einschlag. Die Frage ist, kann er sich heute etwas im Zaum halten? Und jetzt hat er schon eine gute Länge Vorsprung. Der Fahrfuß immer leicht am Rutschen, Heck immer unruhig bei ihm. Fährt hier mit sehr viel Einsatz, aber im Moment effektiv. Da Brio, leichter Einschlag, komplett quer hier raus. Noch
nochmal ganz eng hier an der Ecke vorbei. Vor einem Jahr sind die beiden hier bestätigt worden als die ersten BMW-Fahrer, als BMW seinen Einstieg hier ankündigte. Da begann die Vorbereitung für die beiden auf das Abenteuer DTM, das BMW bisher so bravourös gemeistert hat in der ersten Saisonhälfte. Mit unter anderem dem Sieg von Bruno Spengler am Lausitzring oder auch diesen zwei Podestplatzierungen am Lausitzring. Prio doch jetzt in argen Problemen. Das Auto ist auf der Hinterachse sehr, sehr unruhig bei ihm. Er kann kaum hier noch gerade rausfahren. Das Auto ist immer hinten am Ausbrechen. Kann gut sein, dass man sich hier vielleicht im Reifendruck etwas vertan hat. Das heißt, wenn der Reifendruck zu hoch kommt, dann verliere ich Grip auf der Hinterachse und das sieht ja ganz so aus. Hat man die Autos speziell jetzt vorbereitet, Manuel, auf diesen speziellen Kurs? Ja, man hat natürlich versucht, also hier klarer Sieg jetzt nochmal für Fahrfuß, die Autos vom mechanischen Grip her etwas weicher zu machen. Hat auch hier gestern relativ viel mit dem Luftdruck gespielt. Das heißt, der Luftdruck wird etwas tiefer gefahren als auf einer normalen Rennstrecke. Und die Autos sind in der Regel etwas weicher abgestimmt als auf einer normalen Rennstrecke, da die Geschwindigkeiten hier maximal 140 betragen und dieser mechanische Grip viel wichtiger ist. Tomczyk gegen Joey Hand. Ja, Tomczyk, der Bayer, will natürlich hier in seinem Wohnzimmer in Anführungsstrichen auch für die Münchner zeigen, dass er hier eine wichtige Rolle mitspielt. Aber auch er gestern mit Problemen. Ja, er sah nicht so schnell aus. Von Anfang an schwer getan hier. Zwar sehr spektakulär unterwegs, aber bisher nicht sonderlich schnell. Und Joey Hand, der Mann aus Sacramento in den USA. Der sich ebenfalls hier ganz gut akklimatisiert hat in der DTM. Ja, müsste ihm hier auch liegen, denn er ist ein Freund von Stadt. Circuits, also Straßenstrecken, gibt es ja relativ viel in den USA drüben und er hat schon gesagt, er ist wirklich richtig heiß hier auf den Event. Und er führt gegen Martin Tomczyk, den immer noch amtierenden Champion. Auch hier bei Tomczyk zu sehen, auf der Bremse, weg, nochmal drauf. Hier war er auch wieder weit. Also am Einsatz hängt es im Moment nicht bei Tomczyk. Aber Hand kann hier ganz langsam sukzessive den Vorsprung ausbauen. Perfekt hier von Hand hier raus. Man hat gleich gesehen, hat er direkt nochmal Vorsprung zugewonnen und Tomczyk wieder quer hier raus. Ja, ganz saubere Fahrt hier von dem Amerikaner. Deutlich jetzt. Und Tomczyk. Auch wieder ein Hänger drin beim Rausfahren hier. Den haben ja alle immer nur angesprochen auf diese letzte Kurve vom Norrisring. Er sagt, ich schaue nur noch nach vorne, aber was bisher hier passiert, das trägt nicht unbedingt zur Vergangenheitsbewältigung bei. Für Martin Tomczyk deutlicher Rückstand. Und so wird es schwer mit dem Weiterkommen für Tomczyk. Deutlich unterlegen. Boah, über 2 Sekunden kriegt er hier von seinem Markenkollegen. Und er ist zwar schneller als Prio, aber langsamer als Fahrfuß. Und das bedeutet, wenn jetzt Spengler und Werner aus dem letzten Duell gut unterwegs sind, die haben was grafisch nochmal unterlegt, dann ist Tomczyk raus. Im Moment also noch Dritter. 2 kommen noch, 4 kommen weiter, auch bei BMW. Bruno Spengler, der ist schnell, das wissen wir aus dem letzten Jahr. Gewonnen hier am Sonntag. Dirk Werner, da sind wir gespannt, was der Mann hier
hier zeigen kann. Ja, Werner steht auch schon mit den Vorderrädern aus der Startbox. Große Ziele. Braucht hier jeden Zentimeter gegen Spengler. Spengler, der auch gestern schon ganz stark hier war, von Anfang an. Ja, beide rollen leicht an. Spengler kommt gut weg. Der ganze Vorsprung nichts genutzt für Dirk Werner. Mit der Startposition weiter vorne. Auch teaminternes Duell hier, Team Schnitzer. Auch fast ein Heimspiel hier für Schnitzer. Die an Freilassing sitzen. Wird ganz schwer hier für Werner das Duell zu gewinnen, aber er hätte die Chance noch mit einer guten Endzeit hier möglicherweise dann Tomczyk noch aus den Top 4 herauszuwerfen. Ja, Bruno Spengler lässt hier im Moment nichts anbrennen. Ganz stark, ja. Das ist Dirk Werners Aussicht auf diese Strecke, auf den Asphalt in München, der hier ja schon Ewigkeiten liegt. Das Frauen Champions League Finale ist ja auch auf diesem Asphalt ausgetragen worden hier in München. Wurde natürlich noch ein bisschen Rasen drüber gelegt, aber der liegt schon seit dem Frühjahr, der Asphalt hier. Man hat es auch mal aus der Inboard gesehen, wie schwierig es hier auch ist, aus der Sicht des Piloten die Übersicht zu behalten. Auch die Blicktechnik hier ganz, ganz schwierig. Man muss hier den Kopf relativ weit drehen. Das ist mit dem Helm und mit dem Hans nicht ganz so einfach. Aber Spengler baut hier sukzessive den Vorsprung aus. Schon 2 Sekunden. Also jetzt muss Werner langsam aufpassen. Sieht ganz danach aus, dass Spengler möglicherweise die schnellste Zeit hier leichter verbremst. Das nochmal von Werner. Spengler die schnellste Zeit der BMW-Piloten hier auf den Asphalt legen wird. Und dann könnte es vielleicht doch nochmal klappen für Werner. 2,3 Sekunden ist der Rückstand von Werner auf Spengler. Aber Spengler ist der schnellste und Werner ist Dritter. Nur Joey Hand dazwischen, zwischen Spengler und Werner. Und das bedeutet, Martin Tomczyk ist ausgeschieden. Haben wir es nochmal, den Start. Beide nochmal angeruckelt. Und für beide hat es gereicht, hier weiterzukommen. Spengler, Hand, Werner und Farfus. Das sind die BMW-Fahrer in der nächsten Runde. Und jetzt werden ja die Teams gebildet. Spengler wird mit Farfus fahren und Hand mit Werner. Und Jens Marquardt im Interview. Ja, Jens Marquardt, jetzt haben wir Ihre BMW-Piloten zum ersten Mal hier durchs Stadion donnern sehen. Was haben Sie denn für ein Feedback von den Jungs bekommen, wie es draußen zugeht, wie es draußen ist? Ja, es ist natürlich ein tolles Event. Wir sind unheimlich glücklich, hier jetzt bei unserem Heimspiel auch aktiv dabei sein zu können. Letztes Jahr waren wir ja noch Zuschauer und das Streckenlayout von letztem Jahr zu diesem Jahr, denke ich, ist deutlich verbessert. Ich glaube, die Zuschauer können noch besser sehen, wie die Autos unterwegs sind und ja, man hat gesehen, sie sind gut unterwegs. Dankeschön. Also der eine Motorsportchef ist zufrieden, ist ja auch klar, ist direkt vor seiner Haustür, aber der andere strahlt auch, Norbert Haug. Herzlich willkommen erstmal, es wird draußen wieder laut, gleich geht's ins Viertelfinale. Wie ist das? Wer setzt sich hier durch? Der, der den besten Popo hat, kann man sagen, das ist wirklich eine fahrerische Ausscheidung? Ja, es ist sehr, sehr schwierig. Ich habe es gerade selbst mal ausprobiert. Die Strecke hat unheimlich viel Grip, viel mehr als im letzten Jahr. Was für die Rennautos gut ist, aber das sieht so aus wie Piece of Cake, aber ist es nicht. Das ist echt anstrengend. Viele Autos vor der Saison sind auf den letzten Drücker fertig geworden. Dann wurden Ersatzteile nachbestellt und nachgeliefert. Hat man immer noch Angst als Verantwortlicher, dass hier einiges zu Schrott geht?
Ja, das will man vermeiden, aber im letzten Jahr waren die Betonmauern erstens ein bisschen dichter dran, jetzt gibt es viele Reifenstapel, es sollte nicht allzu viel kaputt gehen, aber es kann immer noch sein. Sie fahren ja auch ganz gerne. Sie waren vorhin hier unterwegs, haben glaube ich, den Asphalt mal ein bisschen getestet. Da schauen wir doch mal drauf. Es gab eine kritische Situation, macht die deutlich, dass es doch ein deutlich anderes Fahren ist hier und dass man viel, viel mehr aufpassen muss. Jetzt... Naja, das wird ja nicht unbedingt im Fernsehen kommen müssen. Das war... Da ist mir offensichtlich das Talent etwas ausgegangen. Untersteuern nennt man das. Aber es ist nichts passiert. War ganz, ganz sachte und es ist nichts passiert. Motorsportler sind Einzelsportler. Das ist ein Team-Event heute. Ist das was ganz anderes für die Mannschaft zu fahren, auch bei Ihren Leuten? Ja, das ist heute und das ist natürlich toll, dass die Marken gegeneinander fahren. Heute ist der Mannschaftswettbewerb und morgen geht es dann im Einzel zur Sache und da will ganz bestimmt jeder Stadionkönig werden. Und dass es losgeht, sehen wir daran, dass die ersten Autos da sind. Also vier, Dankeschön Norbert Haug, vier Autos gleichzeitig auf der Strecke. Irgendwie müssen sie den Staffelstab übergeben und möglicherweise ist auch das entscheidende Kriterium fürs Viertelfinale. Philipp Sommer und Manuel Reuter machen weiter. Und das ist die nächste Episode in diesem Rundlauf im Olympiastadion. Das Team-Viertelfinale. Und es geht los mit BMW gegen Audi. Scheider gegen Fahrfuß. Scheider fährt dann mit Tambay und Fahrfuß übergibt an Spengler. Nach drei Runden wird gewechselt. Und zwar wird der Staffelstab folgendermaßen übergeben. Es gibt einen Sensor, wenn der eine in die Box fährt, dann darf der andere rausfahren. Aber erstmal der Start. Fahrfuß gegen Scheider. Drei Runden, wie gesagt, diese beiden jetzt im direkten Duell. Dann die Übergabe. Fahrfuß mit leichtem Vorteil. Direkter Vergleich nach der halben Runde. Fahrfuß halbe Wagenlänge vorne. Fahrfuß vorher schon ganz wild unterwegs im Duell mit Brio. Scheider war hier spät auf der Bremse. Knapper Vorsprung nach wie vor für Fahrfuß. Also die drei Sieger kommen jetzt hier weiter. Die drei Teams sind im Halbfinale und ein Lucky Loser. Das ist entweder der schnellste Verlierer oder wenn beide Teams einer Marke ausscheiden würden, also zwei Audi, zwei BMW oder zwei Mercedes, dann kommt einer auf jeden Fall weiter, sodass alle Marken im Halbfinale vertreten sind. Deutlicher Vorsprung jetzt von Fahrfuß, hat nochmal 4 Zehntel rausgeholt in der zweiten Runde. Ja, Fahrfuß hier auf der allerletzten Rille unterwegs. Fühlt sich hier sichtlich wohl bei der Veranstaltung. So, jetzt geht's in die Box und... Oh! Und was macht Fahrfuß denn jetzt? Er wollte rein und fährt dann weiter. Das heißt, normalerweise damit müsste das Team Fahrfuß-Spengler raus sein. Also jetzt müssen wir schnell mal nachfragen bei der Rennleitung, was hier los ist. Also Zeitzuschlag wird es geben. Und was macht Fahrfuß jetzt? Biegt er jetzt ab? Jawohl, wird mal langsam. Aber da müssen wir mal nachfragen, was da los war, warum er nicht abgebogen ist. Hat es schon eingeschlagen? Spengler steht jetzt auch ganz lange, bis Spengler rausfährt. Hier hat man wohl die Ampel so lange rot gelassen, um den Zeitaufschlag hier gleich aufzurechnen. Denn wenn quasi bei dieser Übergabe des Staffelstabs ist es so, wenn das Auto komplett in der Boxengasse ist, geht für das vordere Fahrzeug die Ampel vorne auf grün und kann man rausfahren. Also hier muss der Spengler schon auf einen Fehler von Tambay hoffen. Fahrfuß, da sah so gut aus und dann macht er aber den entscheidenden Fehler, so sieht es aus, indem er dann nicht abbiegt und
bringt so die Audi wieder in die bessere Position. Und Tom Bader muss es jetzt nach Hause fahren. Und dann können die beiden klarer Sieg hier für Tambay Scheider mit 4,9 Sekunden. Die schnellste Runde ist zwar Spengler noch mal gefahren, aber hat hier natürlich aufgrund des Fehlers von Fahrfuß nichts mehr eingebracht. Also es gibt auch noch einen ordentlichen Zeitzuschlag obendrauf, aber von 60 Sekunden, aber das ist natürlich egal. Denn schon allein mit der Zeit, die sie jetzt so gefahren sind, haben sie keine Chance mehr. Ja, auch nochmal schön zu sehen. Und vielleicht kann Jens Marquardt das Ganze hier mal aufklären, was hier passiert ist. Er will rein und fährt weiter. Heiko Neumann, bitte. Ja, Jens Marquardt, wir haben es gerade noch mal gesehen. Augusto Fahrfuß war so gut unterwegs, was dann passiert? Ein Sekundenschlaf oder was war los? Ja, ich weiß nicht, ob wir das unter Rookie-Saison abhaken können. Nee, wir hatten ein Funkproblem. Der Augusto hat im Auto überhaupt keinen Funk gehört und hat den Call nicht gekriegt. Und schade, wir waren gut unterwegs, aber so ist es halt. Dankeschön. Der Funk ist schuld. Wobei ich natürlich zur Entschuldigung sagen muss, es ist für dich als Fahrer wahnsinnig schwierig, hier mitzuzählen. Du weißt wirklich nicht, bist du in der zweiten, der dritten oder in der vierten Runde, denn du bist hier so am Kämpfen, so konzentriert und es sieht doch alles relativ gleich aus. Also da natürlich lasse ich die Entschuldigung gelten, wenn wirklich der Funk hier nicht funktioniert hat. Nur er hat angesetzt und ist dann doch weitergefahren. Also, aber gut, sie sind leider Gottes raus. Den ersten Wechselfehler hast du schon gesehen. Ekström Molina gegen Green und Schumacher. Audi gegen Mercedes. Ekström, Sie erinnern sich, war der schnellste Audi. Mit Abstand der schnellste Audi. Molina wird schnellster Audi. Ja, Ekström war auch auf eine Runde gesehen der schnellste. Und auch über die 5 Runden gesehen. Und Green und Schumacher zweiter und drittschnellster Mercedes hinter Vitoris im markeninternen Qualifikationslauf. Hier auch noch mal schön zu sehen, dieses aggressive Losfahren. Lässt man die Hinterräder durchdrehen, ist mit dem linken Fuß dann schon leicht auf der Bremse, um so zumindest ein paar Grad hier in die hinteren Bremsen zu kriegen und natürlich auch die Hinterräder optimal vorzuheizen für den Start. Ein Traum für Fans, ein Albtraum für Lärmschutzfanatiker. Ist ja eher ein lautes Wochenende hier in München. Nicht nur hier im Olympiastadion, in der Stadt. Christopher Street Day. Also einiges geboten hier. Und Ekström und Green, die müssen erstmal warten. Ob diesmal beide rechtzeitig und regelkonform abbiegen. Nach 3 Runden. Schumacher und Molina. Spanien gegen Deutschland. Das Duell hätten viele gerne ein paar Wochen früher auf dem Rasen gesehen. Jetzt auf dem ehemaligen Rasen des Olympiastadions. Guter Start hier von Schumacher. Anfang hier von Schumacher. Ganz starke Runde von Ralf Schumacher. Noch
mal ein kleiner Fehler von Molina beim Rausfahren. Sind schon anderthalb Sekunden nach zwei Runden. Auch in der letzten Runde war Schumacher 5 Zehntel schneller. Ja, ganz stark unterwegs hier. So, und jetzt Konzentration auf den Wechsel. Ralf Schumacher kommt aus der Kurve, weiße Linie, dann muss er langsamer fahren. Und kommt rein, Ampel auf grün, alles geklappt bei beiden, guter Wechsel. Und immer noch deutlicher Vorteil Mercedes. Jamie Green jetzt gegen Matthias Ekström. 2,3 Sekunden der Vorsprung für Mercedes. Aber Ekström war bisher der schnellste Mann des Tages. Und er kann es im Moment wie kein anderer hier direkt los und brandschnell zu sein. Drei Runden hat er Zeit, um 2,3 Sekunden aufzuholen. Hat er nicht geschafft. Aber auch Green. 5 Zehntel mehr Rückstand für Ekström. Nichts anbrennen, ja. War auch ein sehr guter Wechsel bei Mercedes. Leichter Fehler jetzt von Green hier unten. Vorsprung von Jamie Green. 3 Sekunden jetzt. Also, wenn er jetzt nicht mehr anschlägt und das Auto zerstört, dann ist Jamie Green und dann ist auch Ralf Schumacher im Halbfinale. Green auch ganz stark. Letzte Kurve, Jamie Green, Ralf Schumacher gewinnen. Ganz überlegen. Molina Ekström draußen. Haben sich jetzt auch etwas geändert. Es ist die Sonne rausgekommen, der Asphalt wird etwas wärmer. Auch hier müssen sich die Teams und die Fahrer jetzt auf diese neuen Bedingungen, glaube ich, doch einstellen. Und wir hören nochmal nach bei Augusto Farfus. Ja, und Augusto Farfus war eben stinksauer. Augusto, you've been very upset when you left your car. What happened actually? Well, there was no radio. Es war, ich hatte keinen Funk, ich wusste nicht, was los war. If I was in the third lap or not. Ich habe versucht, in die Box zu kommen, aber es war kein Funkspruch. Und dann dachte ich, es ist eine Runde mehr, die ich fahren muss. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und ich dachte, ich bin vorne. Es war wirklich eine Schande, weil wir hätten das super machen können. Aber wir hatten keine Kommunikation und dann wusste man nicht, was man machen sollte. Ganz leichter Anschlag von Ekström. Und das war der gelungene Wechsel von Schumacher auf Green. Und das Feuerwerk danach. Joey Hands. Und Christian Vitoris. Dirk Werner und Gary Paffett. Das sind die 4 Hauptdarsteller. Dieses Viertelfinals haben wir es nochmal. BMWs Hoffnung. Hand und Werner. Auch
trotz Fahrfehler, Liebling der Fans hier im Olympiastadion. Und sein bester Mann im Moment, Gary Paffett, Meisterschaftsführender mit großem Vorsprung, mit der Nummer 11 auf dem Auto gegen Dirk Werner. Und Werner, wieder rollt er leicht an und dann verliert er den Start. Also das muss er noch optimieren. Schon mit Riesenvorsprung. Aber wenn es so ausgeht, dann sind beide Teams auf jeden Fall im Finale. Das BMW-Team als Lucky Loser, als besserer Verlierer einer Marke, also Hand und Werner können eigentlich auch fürs Halbfinale schon planen, selbst wenn sie hier, so wie es aussieht, verlieren gegen Paffett und Vitoris. Dann hätten wir zwei Mercedes-Teams im Halbfinale, die dann übrigens gegeneinander antreten müssen. Wechsel problemlos auf beiden Seiten. 1,2 Sekunden Rückstand für BMW. Ja, speziell die erste Runde von Werner war nicht schnell genug. Jetzt in der letzten Runde waren sie nahezu identisch von der Rundenzeit. Torres legt auch gleich los wie der Teufel. Vorsprung deutlich größer geworden in der ersten Runde von Vitoris. Joey Hand kommt nicht hinterher. Klare Angelegenheit hier. 2,5 Sekunden, Vitoris vorne. Also, wir werden ein Mercedes-internes Halbfinale sehen. Das ist die Regel, dass es kein markeninternes Finale geben soll. Und wir werden auch ein Halbfinale sehen von Werner und Hand, die eine zweite Chance bekommen als Lucky Loser und antreten dürfen gegen das Audi-Team. Noch mal eine richtig schnelle letzte Runde hier von Vitoris, 27,3. Das war mit das Schnellste, was wir heute am Samstag gesehen haben. Ja, Christian Vitoris, die Überraschung. Ja, richtig schnell unterwegs, schon in der Qualifikation und jetzt auch in diesem Viertelfinale. Und es spiegelt sich auch hier im Olympiastadion das wieder, was wir in den ersten 5 Rennen gesehen haben, der DTM. Mercedes ist das Maß aller Dinge. Ja, auch Mercedes traditionell mit einem sehr guten mechanischen Grip ausgestattet. Und das kann hier dann schon auch den kleinen und entscheidenden Vorteil geben. Okay, nochmal den kurzen Ruckler von Werner. Übergabe hier von Paffett an Vitoris. Da sieht man es mal aus der Fahrerperspektive. Grün und los geht's. Und ich höre, Christian Dexner hat einen Gesprächspartner.
Ja, ganz genau. Das ist Timo Scheider. Wir haben hier eben mit vielen Fahrern, Mechanikern gestanden, versucht, den Modus zu erklären, wer jetzt weiterkommt. Sie werden auf jeden Fall jetzt gegen Jamie Green und Ralf Schumacher fahren, zusammen mit Ornery und Pombe. Favorit oder Außenseiter? Also ich glaube, die Chancen sind 50-50 auf jeden Fall. Hier kann einiges passieren. Wir haben gerade gesehen, es gab auch ein paar taktische Fehler. Der eine oder andere ist mal eine Runde zu viel gefahren. Das sollte uns nicht passieren, denke ich. Wir werden sehen, wir werden alles geben, probieren. Wir sind jetzt eigentlich schon ein bisschen weiter, als wir gedacht haben, dass wir kommen. Von daher ist die Stimmung ganz gut. Wie gefällt es Ihnen denn im Unterschied zum letzten Jahr? Es sind ja ein paar Veränderungen gemacht worden. Ja, ich glaube, es ist viel durchsichtiger, was da draußen für die Fans geboten wird. Denn solange der Fan nicht versteht, wer wirklich vorne liegt nach ein, zwei Runden, dann macht es einfach keinen Spaß mehr für den Fans zum Zuschauen. Und jetzt haben wir einen Modus, wo man sofort in der ersten, zweiten und dritten Runde erkennt, wer hat die Nase vorn. Das macht es etwas spannender und besser zu sich für die Fans. Und am Ende für uns einfach ein bisschen einfacher auch zu sehen, wo ist der Gegner in dem Moment. Ja. Es ist ja hier ein Rennen, wo es nicht um die Meisterschaft geht. In der Meisterschaft läuft es für Sie im Moment nicht ganz so gut. Wie sehr hilft es dann trotzdem, wenn man zeigt, man kann auch noch vorne mitfahren? Ja, es ist zwar ein Spaß-Event auf der einen Seite mit Show und Action, aber wer uns Rennfahrer kennt, der weiß, so richtig Spaß ist nur bedingt da. Wenn die Tür zu ist, dann wollen wir alle gewinnen. Und ich kann nur sagen, dass selbst so ein kleines Event wie hier, was eine Menge Spaß macht, auch so kleine Erfolgserlebnisse eine Menge helfen. Also mental hilft auch einem Fortkommen in so einem Modus einiges. Ja. Der Augusto Farfus hatte eben Probleme, die Runden zu zählen. Der Funk war weg und er hat gesagt, man kann das alleine nur schwer zählen. Warum ist das denn so schwierig, drei Runden zu zählen? Ja, man meint vielleicht, dass es nicht schwierig sei, aber ganz im Ernst, ich habe zu meinem Ingenieur gesagt, sag mir ja Bescheid, wann ich rein muss. Und er sagt, ja, du brauchst nur auf drei zählen, aber du bist ja so in einem Tunnel drin und bist da drin in dem Stadion und fährst immer wieder an der gleichen Stelle vorbei, mal in die eine, mal in die andere Richtung. Und da würde man sich recht schnell mal verzählen. Und das scheint im August auch passiert zu sein. Ne? Und jetzt geht es, glaube ich, eine Runde länger als eben im Halbfinale. Also viel Glück, zählen Sie gut und dass der Funk dann auch hält. Vielen Dank, Timo Scheider. Danke. Ja, die Fans können nachverfolgen, wer vorne ist. Wir warten immer noch drauf, zu erfahren, wer denn weiter ist. Beziehungsweise wer gegen wen fährt jetzt im Halbfinale. Da gibt es doch einige Verwirrung. Gary Paffett ist auf jeden Fall dabei in diesem Halbfinale, das ist klar. Und es wird auch in diesem Halbfinale zweimal vier Runden gefahren. Und das heißt, der Wechsel erfolgt nach der vierten Runde. Und wir hören nach bei Norbert Haug. Ja, Norbert Haug klärt noch die letzten Details für das anstehende Halbfinale mit dem Mechaniker oder mit dem Ingenieur Norbert Unger, Wolfgang Unger. Norbert Haug, Sie können zufrieden sein. Vier Mercedes-Fahrer, zwei Teams im Halbfinale. Besser können Sie nicht laufen, oder? Ja, das ist starke Leistung. Jetzt müssen wir leider gegeneinander fahren. Und dann kommen nur zwei weiter, aber das ist nun mal so. Aber bisher gute Leistung und wirklich stark. Und ich glaube, das macht Spaß und es ist auch eine total entspannte Atmosphäre hier, auch für mich. Irgendwo mitten in den Zuschauern, was man sonst nicht so hat. Und ja, kann man genießen. Ich denke, morgen kommen noch viel mehr Zuschauer. Das neue Format hat sich bewährt, die Streckenführung ist gut und der Zuschauer erkennt genau, ziemlich genau, wer vorne ist. Und es in den Anzeigetafeln wird es gezeigt. Das ist also eine deutliche Steigerung zum letzten Jahr. Wie geht es denn Ihren Piloten und Pilotinnen? Haben die richtig Lust drauf, richtig Bock drauf, hier zu fahren? Ja, total. Das ist ernsthaft. Also das ist nicht die goldene Ananas. Wir haben das im Vorfeld schon gesagt, es gibt keine Punkte. Aber jeder möchte Stadionkönig werden. Und jede Marke will sich hier natürlich durchsetzen, heute beim Kampf der Marken. Und hier ist BMW vor der Haustür, gerade über den Olympiapark weg. Und natürlich haben wir vor, so lange wie möglich drin zu bleiben und vielleicht auch die Besten zu sein am Ende. Wie viel macht das Nervenkostüm hier aus? Braucht man Nerven aus Stahl hier im Stadion? Ja, die Fahrer sind schon gefordert und es ist auch harte Arbeit, so eng wie es hier ist. Es sieht vielleicht aus wie so ein bisschen Mickey-Maus-Kurs, aber gerade da ist es unheimlich wichtig, präzise zu fahren. Man sieht auch, wie groß die Zeitunterschiede sind, sollte man gar nicht denken bei so einem kurzen Kurs. Aber das zeigt, dass der Fahrer hier einen riesigen Einfluss hat. Ganz herzlichen Dank, Norbert Haug. Und wir gehen raus ins Fahrerlager zu Christian Dexen. Genau. Und hier ist Dirk Werner gerade ausgestiegen. Einer der Lucky Loser. Mit Joey Hand zusammen rutschen Sie ins Halbfinale. Für BMW das erste Mal hier im Stadion. Für Sie auch. Wie gefällt es Ihnen? Mir gefällt es sehr gut, muss ich sagen. Ist natürlich eine ganz andere Herausforderung, als wir sonst haben auf einer permanenten Rennstrecke. Aber es macht schon viel Spaß.
Man muss auch richtig pushen von Anfang an, um nicht am Anfang zu viel Zeit zu verlieren. Und ja, die Atmosphäre im Stadion ist natürlich auch was Besonderes. Man weiß, wie sich die Fußballspieler fühlen. Wir sind heute Morgen schon einmarschiert im Stadion, also war schon ein gutes Erlebnis. Und dass wir jetzt im Halbfinale sind, freut uns sehr. Mit dem Joey verstehe ich mich auch ganz gut. Also wir sind auch ein gutes Team, denke ich. Und jetzt mal schauen, wie es weitergeht, ob wir dann auch auf der anderen Bahn fahren. Müssen wir mal abwarten. Was heißt auf der anderen Bahn? Die rechte Bahn, ist die ein bisschen schneller als die linke oder wie ist das zu bewerten? Also es gab schon ein paar, die gesagt haben, die rechte Bahn ist ein bisschen schneller. Jetzt sind wir allerdings auch zweimal auf der linken Bahn gefahren, also auf dem Track 2 und haben uns da natürlich eingeschossen. Aber generell, die andere fühlt sich ein bisschen natürlicher an auch. Das war ein ganz komisches Gefühl, als ich die ganze Zeit auf Track 1 gefahren bin, dann auf einmal auf Track 2. Da habe ich gar nicht mehr gewusst, warum ich jetzt fahren muss. Da hätte ich mich beinahe verfahren. Aber ja, also schon ein Unterschied, auch vom Gefühl einfach. Gut, dann wünschen wir Ihnen ein gutes Gefühl gleich im Halbfinale. Vielen Dank, Dirk Werner, und zurück zu den Kommentatoren. Ja, also jetzt haben wir es nochmal weiß auf schwarz hier gleich nochmal. Also Mercedes, internes Duell im Halbfinale. Und BMW gegen Audi, das ist das zweite Duell. Das ist aber erst ab 17 Uhr hier. Das können Sie sehen im bayerischen Fernsehen. Ab 17 Uhr, da sind wir wieder zu sehen mit der Entscheidung. 2 Stunden Pause hier, also erstmal Zeit, um im Olympiapark vielleicht ein bisschen Beachvolleyball zu spielen oder sonst was. Wir gehen hinunter zu Klaus Lufen. Die DTM im Ersten. Das war rasante Unterhaltung mit Aral Ultimate, dem Kraftstoff der DTM. Hankook, dem Reifen der DTM. Und Bosch, dem Motormanagement der DTM. Ja, da war doch mal Rauch in der Bude im Münchner Olympiastadion und wir halten mal fest, wer bei Mathe aufgepasst hat und bis 3 zählen kann, der ist klar im Vorteil. Hier steht einer, der hat auch einen Vorteil, der hat Geburtstag heute, Matthias Ekström. Herzlichen Glückwunsch, aber raus hier in der ersten Runde, weil was nicht passte? Ja, ich hatte eigentlich eine fehlerfreie Runde hingekriegt, aber trotzdem so viel Zeit, da habe ich meinen Ingenieur gefragt, wie kann das denn sein? Aber ich weiß nicht, vielleicht lag ein Unterschied an die Reifen, aber... Keine Ahnung, ich hatte zumindest alles gegeben und mehr war nicht drin. Aha. Wir haben gehört, es gab ein kleines Geschenk, eine Torte heute Morgen. Haben Sie sich gefreut und ist das quasi ein Ritual bei Audi? Ja, ich glaube, da hat irgendjemand damit angefangen und da habe ich schon gewusst, was passiert. Aber ich habe gedacht, vielleicht gibt es eine Ausnahme für ältere Männer, aber egal, jung oder alt, dann habe ich schon gewusst, dass einmal dann packen wir und halt fest und dann hat man keine Wahl. So. Timo Scheider entkommt keiner. Timo hat gerade gesagt, wir sind ja schon weitergekommen, als wir erwartet haben mit unserem Audi Team 2. Und Gary Paffett soll sogar gratuliert haben, einer der großen Konkurrenten. Ich wünsche ihm alles Gute und hoffe, er landet in den meisten Rennen ab sofort hinter mir. Er ist ein harter Rivale, ein super Fahrer, aber über die Jahre auch ein richtig guter Freund geworden. In diesem Sinne, alles Gute zum Geburtstag. Also er sagt, ihr seid sogar ein bisschen über die Jahre Freunde geworden. Das war ja auch mal ein Meisterschaftsduell mit Biegen und Brechen, aber alles fair. Ist das das Wichtige in der DTM? Sag mal, der ist ein von den wenigen Fahrern. Ich sage wenige, weil ich bin ehrlich. Und der ist sehr viel Respekt für hat. Der fährt immer hart, er ist immer anständig. Und wenn er böse ist, dann ist er genauso wie ich. Dann bin er auch unanständig. Aber in unserer Alte passiert das ja nnicht mehr so oft. Wir haben genug Erfahrung und weiß, dass 10 Rennen so fahren in der Meisterschaft, dann braucht man Punkte von alle 10. Und ich mag schon den Kampf mit ihm, weil ich weiß auch, dass er immer so ein konstant schneller ist. Und dieses Jahr bis jetzt muss ich nur sagen, Respekt. Er hat alles richtig gemacht, er hat ein gutes Auto und der ist schon der Mann auf der Richtung Titel. Absolut. Aber das geht erst in ein paar Wochen weiter, dann am Nürburgring und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Alles Gute für morgen. Einzelrennen. Dann vielleicht auch wieder Matthias Ekström vorne. Dankeschön. Und das ist der Hinweis für uns, meine Damen und Herren. 13:15 geht es morgen los. Nicht nur DTM, sondern der letzte Teil in unserer Ruder-Doku. Wir begleiten ja den Deutschlandachter. Wir schauen zurück auf die Olympischen Spiele 72. Besser als hier. Und dann 18 Uhr heute die Sportschau. Da sehen Sie dann auch noch, was hier im Halbfinale und im Finale passiert ist. Machen Sie es gut. Schönen Samstag. Tschüss aus München. Morgen im Ersten. Um 13.15 Uhr geht es. Herzlich willkommen zu Blickpunkt Sport und einem Motorsportereignis der Extraklasse. Die DTM, die Deutsche Tourenwagen Masters, ist an diesem Wochenende zu Gast im Münchner Olympiastadion.
dank 21.000 Tonnen Kies und 4.800 Tonnen Asphalt wurde im Innenraum eine perfekte Rennstrecke gestaltet. Das Olympiastadion also heute und morgen Schauplatz der DTM. Und bei mir ist Manuel Reuter. Er hat 1996 schon die DTM gewonnen. Zweimal Le Mans-Sieger und viele, viele Erfolge. Manuel, im Olympiastadion eine DTM auszuhalten, auszutragen, ist was Besonderes. Was reizt den Rennfahrer? Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte es damals zu meiner aktiven Zeit auch noch gerne gemacht. Aber der Event gibt es ja erst im zweiten Jahr. Und du hast halt diese Atmosphäre, die Leute sitzen an der Bande, du kriegst die Emotionen mit, das spornt dich nochmal extra an. Und ja, es ist halt einmalig, mit einem Rennauto in einem Stadion zu fahren. Heute ist der Teamstaffel-Wettbewerb. Das heißt, jeweils zwei Fahrer eines Herstellers fahren in einem Team im K.O.-System und Andreas Ahn erklärt Ihnen mal noch genauer, wie das durchgeführt wird. Es ist ganz schön verzwickt mit diesem Modus, wenn schon die Piloten ins Grübeln kommen. Mir ging's übrigens genauso. Klar ist, von jeder Marke, BMW, Audi und Mercedes, qualifizierten sich in einem Zeitfahren zunächst die schnellsten vier für den Staffelwettbewerb. Zwei Fahrzeuge einer Marke bildeten danach ein Team. Immer in der Boxengasse kommt es zum Wechsel. Soweit recht einfach. Insgesamt sechs Teams, zwei von jedem Hersteller, traten dann gegeneinander an im Viertelfinale. Die drei Gewinnerteams kamen direkt weiter. Doch was dann? Ein Team fehlte. Die Lösung des Problems? Das vierte Team wurde als Lucky Loser aus den drei Verliererteams bestimmt. Soweit klar, oder? Im Halbfinale geht es jetzt darum, die Teilnehmer fürs Finalrennen zu ermitteln. Und am Ende steht dann endlich das Siegerteam fest. Ganz einfach eigentlich. Ja, und das Halbfinale zeigen wir Ihnen natürlich jetzt gleich live. Aber zuerst, Manuel, es gab doch einige Überraschungen jetzt heute in der Qualifikation und auch im Viertelfinale. Mercedes trumpft auf. Warum? Ja, Mercedes ist ganz stark hier. Mercedes hat traditionell einen sehr guten mechanischen Grip. Das heißt, wir fahren ja hier in München Geschwindigkeit nur bis maximal 140. Und das heißt, die Aerodynamik bei den Autos spielt kaum eine Rolle. Und dieser mechanische Grip, die Verzahnung der Reifen mit dem Asphalt ist ganz wichtig. Und da ist Mercedes sehr stark. Und das haben sie ja auch gezeigt, sie sind mit zwei Teams dabei. Mechanischer Grip ist ein Zauberwort, da haben wir auch etwas vorbereitet. Das können wir uns mal anschauen, Manuel. Hier können wir es noch mal sehen, im unteren Bild, da sollten wir uns mal drauf konzentrieren, ist es Tom Schick, die Köpfe übereinander gelegt. Aber jetzt hier sieht man dann, in die Ecke rein kann der Mercedes, der schwarze Mercedes, die kürzere Linie fahren. Und vor allen Dingen Ausgang ist er sehr gut, ist hier auch einen deutlich engeren Weg. Und Ausgang jetzt hier, da sieht man es deutlich, diesen mechanischen Grip, diese Leistung, diese über 500 PS auf den Boden zu kriegen. Schauen wir natürlich mal, wie BMW und Audi auf diese Situation sich einstellen, ob man da noch was verändern kann. Ist das möglich? Ja, Kleinigkeiten kann man ändern, Luftdruck, man kann vielleicht den Radsturz noch mal was verstellen, aber grundsätzlich ist es natürlich auch konzeptbedingt. Gut. Manuel, wir sehen Sie jetzt gleich. Sie gehen ja zu Philipp Sommer, der jetzt das Rennen kommentiert wird. Sie sind ja nicht nur schnell im Auto, sondern im Laufen, habe ich gehört. Vielen Dank. Und jetzt geht's weiter mit Philipp Sommer. Und hier geht's gerade los. Das erste Halbfinale ist ein Mercedes internes Duell. Und zwar ist es Gary Paffett und Ralf Schumacher, die hier erstmal auf die Reise gehen. Es ist ein Staffelwettbewerb. Zwei Fahrer in einem Team gegeneinander. Sie sehen die zwei Autos, die in der Box warten. Also jetzt erstmal Paffett gegen Ralf Schumacher, den wir hier sehen mit den leuchtend gelben Spiegeln. Der ehemalige Formel-1-Pilot, der nach einer Runde hier führt gegen seinen Markenkollegen Gary Paffett. Nach vier Runden wird er in die kleine Box fahren nach Start und Ziel und übergeben für die nächsten vier Runden an seinen Teamkollegen Jamie Green. Paffett wird übergeben an Christian Vittoris. Hier, klar zu sehen, Schumacher ist vorne. Die beiden Strecken, ja, gespiegelt, 614 Meter lang jeweils. Und hier ganz klar parallel zu sehen, dass Schumacher hier deutlich führt nach zwei Runden. Hat sich hier von Beginn an richtig wohl gefühlt.
Ralf Schumacher, der ja immer wieder mit Kritik konfrontiert ist in der DTM, der lange keine starken Ergebnisse mehr gezeigt hat. Zuletzt am Nürburgring hat er zumindest mal geführt beim letzten Rennen vor 2 Wochen. Aber musste dann wegen technischer Probleme seinen Mercedes abstellen. Und hier hat er jetzt den Meisterschaftsführenden, Gary Paffett, richtig gut im Griff. Kurz bevor es dann gleich zum Wechsel geht. Jetzt biegt er ein, Ralf Schumacher in seine Boxengasse. Ein Sensor steuert die Ampel, die Sie hier gerade noch sehen. Die geht auf grün und Jamie Green rast los. Jetzt gegen Christian Vitoris. 1,47 Sekunden. Der Vorsprung von Team Schumacher-Green. Und wir sehen, ob es beim Wechsel geklappt hat, diesen Vorsprung zu verringern. Für Paffett und jetzt Christian Vitoris. Das ist Jamie Green mit den roten Spiegeln. Also, Vorsprung geschmolzen von Jamie Green. 2 Zehntel aufgeholt, Christian Vitoris. Und Manuel Reuter hat es im Sprint hier hoch geschafft und ist jetzt bei mir bei diesem ersten Halbfinale. Zweiter Vergleich nach Runde 6 zwischen Green und Vitoris. 1,2 Sekunden waren es. Vorsprung bleibt konstant für Jamie Green. Manuel, du natürlich bist auch gefahren in dieser Schüssel hier schon. Die Streckenvorstellung hast du gemacht. Ganz schwierig für die Fahrer. Sie sitzen sehr tief und können die Abschrankung ganz schlecht sehen. Ja, genau, sie sitzen sehr tief und vor allen Dingen auch sehr weit hinten. Das heißt, man hat kaum Sicht, wo jetzt sich das Asphaltverband befindet. Man sieht es ja hier auch schön aus der Perspektive, im Grunde hinter der B-Säule. Jetzt hier ein Verbremser von Vitoris. Ja, normalerweise sieht man die ersten 20 Meter hier vor den Autos gar nichts mehr. Teilweise haben sich auch der ein oder andere Fahrer höher setzen lassen, um hier ein besseres Gefühl zu bekommen. Nochmal Verbremser von Jamie Green, aber diesen Vorsprung, den lässt er sich nicht mehr nehmen und wird hier abgewunken als Sieger des ersten Halbfinals. Schumacher und Green ziehen ein ins Finale. Paffett und Vitoris, ihnen bleibt nur das Duell um Platz 3, das hier ebenfalls ausgefahren wird. Also, der erste Finalist steht fest. Gary Paffett und Ralf Schumacher, die fahren jetzt auch raus und machen Platz fürs zweite Halbfinale. Ralf Schumacher, die positive Überraschung hier im Olympiastadion. Hier fühlt er sich richtig wohl, das war gestern schon zu sehen. Und er zeigt es heute auch mit dem Einzug ins Finale, Manuel. Ja, auf jeden Fall, denn ich glaube, es hätten die wenigsten auf die Paarung Schumacher-Green gesetzt, denn Paffett ist der dominierende Mann der ersten Saisonhälfte und dass die zwei hier, die geschlagen haben, spricht für Schumacher. Er hat ja auch einen positiven Aufwärtstrend schon am Norrisring gehabt. Man sieht hier, wie eng es zugeht. Also man muss wirklich jeden Millimeter ausnutzen. Und wir haben es in der ersten Wiederholung gerade gesehen. Super Start von Ralf Schumacher. Kommt super weg. Auf den ersten 20 Metern nimmt der Paffett schon fast 10 ab. Also das schon eine Basis für den Erfolg. Und hier nochmal ein Verbremser von Vitoris. Ja, also hier wird wirklich von den Jungs jetzt absolut am Limit gefahren. Und ist natürlich auch wichtig für das interne Teamranking, auch für die zweite Saisonhälfte, da einfach mit einem guten, positiven Gefühl gestärkt hier aus München nach Hause zu gehen. Und Christian Vitoris, der ist die Bestzeit bisher gefahren in einer Runde, hat also die schnellste Runde überhaupt an diesem Samstag bislang hier auf den Asphalt gezaubert. Hier haben wir den Christian Vitoris aus Gönnersdorf in der Eifel, Neuling im Team HWA in dieser Saison. Aber es hat nicht gereicht für den Sieg. Der Rückstand von Gary Paffett, der war zu groß, den er ihm aufgebürdet hat für den zweiten Teil dieses Halbfinals. Ja, Vitoris hat ja sogar 3 Zehntel noch aufgeholt, aber das war, glaube ich, auch schon das Maximale, was möglich war hier gegen Jamie Green. Also der Meisterschaftsführende, Gary Paffett draußen, Ralf Schumacher drin und Jamie Green, der zusammen mit Schumacher hier ins Finale einzieht, nochmal in einer
Studie hat ja zuletzt gewonnen auf dem Norrisring. Vierter Sieg im fünften Jahr. Was für eine Serie für Jamie Green. Überholmanöver in der letzten Kurve, 9 Sekunden vor Rennende gegen Martin Tomczyk, und hat sich da in allerletzter Sekunde den Sieg noch geschnappt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das Gary Paffert gar nicht groß schmecken wird, denn Green hat zuletzt gewonnen. Jetzt fängt die zweite Saisonhälfte an. Wenn er hier nochmal richtig gestärkt hervorgeht, dann muss er natürlich aufpassen, dass hier teamintern nicht eine Konkurrenz entsteht, die ihm, glaube ich, gar nicht so schmecken wird, weil er nämlich genau weiß, der hat genau das gleiche Material wie ich. Ja, Jamie Green, ja, herzlichen Glückwunsch. Sie haben das Finale erreicht. Die Mercedes laufen ja hier insgesamt ein bisschen besser als die anderen Fahrzeuge. Sehen Sie sich jetzt auch als Favorit? Ja, ich denke, ich und Ralf waren ein starkes Team. Gestern, wir hatten im Freistraining eine gleiche Partnership gemacht. Und Ralf war schnell und ich war gut auch. Und ja, wir werden sehen, was geht los in das Finale heute. Ralf hat Ihnen ja einen kleinen Vorsprung mitgegeben schon. Wie viel kriegt man davon mit, wo dann der Gegner liegt? Kann man den überhaupt sehen über die Bande? Ja, das war klar. Wer war Erster von Chris? Und für mich dann, was war wichtig, war kein Fehler und bringen das Auto heim. Und ja, alles gut. Danke, viel Erfolg fürs Finale. Danke. Und Jamie Green wartet auf den Sieger dieses Duells. BMW vorne, jetzt links gegen Audi. Werner und Hand im BMW-Team gegen Scheider und Tombe für Audi. Im ganz gelben Auto hier Dirk Werner gegen Scheider und mit ordentlich Rückstand in dieser ersten Runde. Fast eine Sekunde. Ja, da ist Scheider sehr gut weggekommen und hat auch gleich maximal attackiert hier in den ersten drei Kurven. Über eine Sekunde der Vorsprung nach einer Runde. Das ist mal eine Hausnummer. Und Timo Scheider, der hat ja auch aufgetrumpft im Viertelfinale, schon sehr stark. Und auch Tombe hat sich bislang sehr gut verkauft. Der Franzose, an den er gleich übergeben wird, nach wieder 4 Runden. Riesenvorsprung. Ja, nochmal ausgebaut hier. Timo Scheider, der hat uns gesagt, Mensch, es geht hier zwar nicht um Punkte, aber für mich ist es so wichtig, dass ich hier mal ein bisschen wieder Rückenwind bekomme. Er hatte ja eine Katastrophensaison bislang, kaum Punkte geholt. Also für den gilt es wirklich, mit kleinen Erfolgen hier zurückzufinden, für den 33-Jährigen, der schon zweimal DTM-Champion war, aber in diesem Jahr 2 sechste Plätze vorzuweisen hat, und das ist alles. Vorsprung kleiner geworden. Dirk Werner kommt in den Rhythmus und verkleinert den Vorsprung, ja, auf 7 Zehntel. Gute 5 Zehntel, 6 Zehntel schneller gefahren in der abgelaufenen Runde. Das war aber auch was wir über die Tage sehen konnten, dass die Audi vom Start weg sehr schnell sind, aber dann sich schwer tun, etwas zuzulegen, und BMW und auch Mercedes können hinten raus etwas schneller fahren. So, und jetzt Vorbereitung auf den Wechsel. Auch entscheidend, wie der läuft. Minimal der Vorsprung jetzt nur noch. Was kann Joey Hand da jetzt noch zulegen? Guter Wechsel bei Audi. Ja, Tombe aber hier auch sehr gut aufgelegt. Mit der schnellsten Audi das ganze Wochenende über. Da wird es der Amerikaner schwer haben. Aber der Amerikaner liebt diese Art des Streckenlayouts. Er ist es gewöhnt aus den USA. Da wird ja viel auf Straßenkursen gefahren. Und da ist diese Präzision in diesem Mauernkanal ganz wichtig. Gibt ihm aber in der ersten Runde gleich mal eine halbe Sekunde. Tombe, Joey Hand, also 1,2 Sekunden der Vorsprung jetzt wieder von Tombe. Aber auch wieder das Bild, der Audi raus aus der Box, richtig schnell. Und ich nehme an, der BMW wird es hinten rauskommen. Joey Hand, 33 Jahre alt, aus Sacramento in den USA, aus Kalifornien. Hat sich ganz gut hier eingelebt in die DTM, war eine schwere Umstellung für ihn. Ja, Vorsprung bleibt konstant. Ja. Und im Moment deutet alles auf ein Finale Audi gegen Mercedes hin. Ja, Hand kommt langsam. Aber die Runden gehen ihm langsam aus.
Es ist nur noch jetzt eine Runde, ja. Letzte Runde für Tombay und für Hand. Und es ist noch eine Sekunde, die zwischen ihnen liegt. Da müsste Tombay sich jetzt einen Riesenfehler erlauben. Kommt aber auch durch die drittletzte Kurve. Sehr gut durch, macht kaum Fehler. Sehr ruhige Fahrt, sehr kontrolliert, kaum Rutscher. Ja, aber Hand kommt jetzt mit großen Schritten. Das muss er hier unten die letzte rechts noch hinkriegen. Also nochmal Endspurt von Joey Hand, das reicht nicht ganz. 18. rettet Adrien Tombay, der Franzose, ins Ziel. Ist ja der Sohn von Patrick Tombay, dem ehemaligen Formel-1-Fahrer, der 2 Grand Prix gewonnen hat für Ferrari. Und Ralf Schumacher und Jamie Green, das sind 2 fröhliche Finalisten, die jetzt sich mit Scheider und Tombay also messen müssen im Kampf um den Sieg hier im Motodrom München, dem Olympiastadion. Heiko Neumann mit Wolfgang Ulrich. Ja, der Teamchef von Audi ist da. Wie zufrieden sind Sie, dass ein Rookie und ein ganz erfahrener Mann von Ihnen eben ins Finale eingezogen sind? Ja, ich glaube, es ist wirklich eine schöne Kombination. Der Timo und der Adrian, die haben auch wirklich eine tolle Leistung abgeliefert. Ja, okay, jetzt sind wir im Finale, aber jetzt entscheidet sich ganz einfach, wer am Ende die Nase ganz vorne hat. Das sind ja von Mercedes aus sportlicher Sicht ziemliche Schwergewichte, gegen die Sie da antreten müssen. Ja gut, wir kennen die Jungs alle gut. Sie sind alle hier starke Fahrer. In der DTM gibt es wirklich nur Topfahrer. Und ich denke, es ist sicherlich ein enges Finale. Und wenn alles gut zusammenpasst, hat jeder die Chance. Aber es muss eben alles gut zusammenpassen. Was haben Sie denn von Ihren Fahrern für ein Feedback bekommen? Wie ist es drin im Auto rauszugucken? Ist es fast wie ein Videospiel schon? Ja, ich glaube, die Rennfahrer konzentrieren sich wirklich voll auf die Linie und die kriegen nicht so wirklich mit, was hier an Leuten sitzen. Das kriegen sie nur dann mit, wenn sie dann, nachdem sie gefahren sind, das wieder durch das Marathontor hinausfahren. Das ist volle Konzentration. Man versucht genau und konzentriert die Bremspunkte zu finden und die Einlenkpunkte. Und das ist natürlich zwar keine sehr schwierig zu lernende Strecke, keine Frage, aber es muss auch wirklich jedes Mal auf den Zentimeter passen. Ganz herzlichen Dank. Also der Motor. Start bei Christian Vitores, der jetzt hier gleich im kleinen Finale fährt. Christian, wie fällt denn das Fazit des Tages aus? Sind Sie zufrieden soweit? Ja, ich hätte gerne gewonnen, wenn ich ehrlich bin. Ich fühle mich ja wohl auf der Strecke, bin bis jetzt gut zurechtgekommen. Hat nicht sollen sein, jetzt gibt es ein kleines Finale. Jetzt versuchen wir wenigstens aufs Podium zu fahren. Ja, Sie mussten ja eben auch schon einen kleinen Rückstand mit ins Rennen nehmen. Letztes Jahr sind Sie auch aufs Podium gefahren. Warum liegt Ihnen das hier so auf diesen engen Kurven und diesem engen Kurs? Ja, ich glaube einfach, die Mischung zwischen Risiko und Schnellfahren mache ich ganz gerne. Gerade hier so im Stadion ist eine ganz besondere Atmosphäre und ich habe einfach einen heiden Spaß am Fahren. Fahren Sie denn lieber als Erster los oder als Zweiter, wo man dann schon ein bisschen abschätzen kann, wie man liegt? Ja, ist mir egal. Gut, dann viel Erfolg jetzt. Danke. Der Mann ist einfach schnell, ob als Erster oder Zweiter, das ist egal. Hier im Olympiastadion, wunderbare Anlage, ja. 33 Jahre lang rollte hier der Ball, jetzt regiert der Hall mit der DTM. Kein Fall für Lärmschutzfanatiker, aber ein Spektakel hier in München, das auch den Fahrern durchaus Spaß macht, Manuel. Ja, auf jeden Fall, denn die Atmosphäre hier ist einfach toll. Die Fans sitzen 2 Meter von der Strecke weg. Auch hier das Fahrerlager ist alles offen. Ist sehr familiär das Ganze. Eine tolle Stimmung. Man muss sogar als Fahrer aufpassen, dass man sich nicht zu sehr von diesen Zuschauern pushen lässt. Denn dann übertreibt man es und dann ist man nicht mehr hundertprozentig schnell. Im letzten Jahr hat es ja ordentlich gekracht hier im Olympiastadion. Viel Teileverschleiß. Zum Beispiel Mortara, der im Finale da in den Beton gekracht ist gegen Spengler. Das hat den Mechanikern nicht so viel Freude bereitet. In diesem Jahr ist es ein bisschen weiter, der Beton etwas großzügiger weggestellt von der Ideallinie. Also da ein bisschen mehr Raum. Trotzdem muss man natürlich aufpassen, wo man hinfährt. Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja gesehen, das geht wirklich bis an die Mauern hin. Und das Streckenlayout ist ja auch etwas modifiziert worden. Es gibt es auch vor den ganz kritischen Stellen 5, 6 Reihen Reifenstapel. Also hier hat man sehr gut aus den nicht so tollen Dingen aus den letzten Jahren gelernt und jetzt ist es, glaube ich, auch für die Zuschauer noch besser nachvollziehbar, wer es aktuell vorne ist, denn das ist ganz wichtig hier auch für die Stimmung in diesem Stadion.
Und Christian Dexner mit Timo Scheider. Ja, ganz genau. Herzlichen Glückwunsch zum Erreichen des Finales. Sehr guter Start eben. War das schon die halbe Miete? Ja, ich glaube, die erste Runde ist immer eine sehr, sehr wichtige. Takeaway beim Start ist wichtig. Und danach war es einfach eine fehlerfreie Fahrt. Der Adrian genau das Gleiche gemacht. Jetzt sind wir ins Finale gekommen. Hätten wir heute Morgen noch nicht gedacht. Ja. Kann man denn dann ein bisschen was rausnehmen, wenn man nach der ersten Runde sieht, man hat schon so eine Sekunde vorne? Ja, du managst das natürlich schon ein bisschen. Also ich habe dann im Rückspiegel auf Start und Ziel so ein bisschen den Abstand sehen können. Und du siehst, wenn er aufschließt, ob du vielleicht ein bisschen mehr pushen sollst oder musst. Aber es geht auch ganz schnell, dass es zu viel eben hier ist im Stadion. Von daher war es, glaube ich, genau das Richtige. Wir haben eben in einer kleinen Überblendung gesehen, dass die Mercedes dann doch aus den Kurven immer ein bisschen schneller rauskommen als die anderen Fahrzeuge. Muss man sehr viel riskieren gleich im Finale oder wie werden Sie es angehen? Also wir riskieren alles. Jetzt sind wir so weit gekommen und jetzt wollen wir auf jeden Fall noch einen weiteren Schritt schaffen. Ob das funktioniert, werden wir sehen. Aber ihr habt das gut beobachtet. Der Mercedes hat ganz gute Traktion. Ja. Gut, vielen Dank, viel Erfolg. Und dann zurück zu Philipp Sommer und Manuel Reuter. Also, die Favoritenrolle ist klar vergeben, auch von Timo Scheider. Mercedes scheint im Vorteil. Scheint, aber wenn wir uns die Zeiten ansehen, die gefahren wurden hier im Halbfinale, dann war das Duo Scheider-Tambay mit 4 Sekunden vor der Kombination Schumacher-Green. Also von daher, wenn wir auf die reinen Seiten schauen, schneller, aber nur die Strecke entwickelt sich hier auch. Das ist auch wichtig, dass die Fahrer sich immer weiter adaptieren. Es kommt mehr Grip mit jeder Runde. Und ich glaube gerade das Duo Scheider-Tambay, die sind ganz heiß, mal einen Erfolg nach Hause zu fahren. Speziell Timo, bei dem bisher gar nichts geklappt hat. Tambay hat bisher eine ganz brave Saison gehabt für Newcomer, aber die zwei sind, glaube ich, heiß und die geben wirklich alles. Aber bevor es ins Finale geht, geht es erstmal um den dritten Platz auf dem Podium zwischen Vitoris, den wir ja gerade auch schon gehört haben, Christian Vitoris, zusammen mit Gary Paffett gegen das Team Hand und Werner von BMW. Und für BMW wäre dieser Platz auf dem Podium natürlich auch Gold wert, so in Fußdistanz zur Konzernzentrale. Denke ich, Heiko Neumann. Mit Jens Marquardt. Das kleine Finale ist es geworden im Heimspiel. Trotzdem zufrieden mit dem Tag heute? Ja, natürlich. Müssen wir auf jeden Fall sein. Ich glaube, wir haben den Leuten hier eine schöne Show geboten. Rahmenprogramm, glaube ich, ist auch schön. Die BMW-Welt drüben ist riesenvoll gewesen. Also wir sind zufrieden und jetzt schauen wir, dass wir im kleinen Finale noch was reißen. Also Treppchen wäre schon nicht schlecht, dass ein Feuerwerk auch für euch angeht heute hier. Ja, das ist immer das Ziel. Alles klar. Wie stehen die Chancen? Was denken Sie? Ach, bisher waren wir ganz gut unterwegs. Wir müssen beim Start vielleicht noch ein bisschen dazulegen und beim Wechsel, aber sonst von den Rundenzeiten, glaube ich, sind wir gut. Ganz herzlichen Dank. Ja, und das kann man unterstreichen, denn Joey Hand hat jetzt die schnellste Runde hingelegt im Halbfinale, also Einzelrunde. 27,2 war nochmal eine halbe Sekunde schneller als Vitoris. Also wirklich der Start und der Wechsel. Da müssen Sie dran arbeiten, auf der Strecke, vor allem spät. Manuel Reuter hat es gesagt, wenn man im Rhythmus ist, dann kommt der BMW richtig gut ins Rollen. Ganz genau. Und es beginnt. Dirk Werner im gelben BMW gegen Gary Paffett. Also Christian Vitoris muss wieder warten, was Gary Paffett veranstaltet vorne. Paffett zuletzt am Nürburgring, 4. Platz. Das ist ein schlechtestes Saisonergebnis im 4. Rennen, aber von der Pole gestartet, in der 1. Kurve umgedreht, auf den letzten Platz zurückgefallen und dann nach vorne marschiert, fast aufs Podium. Und jetzt, guter Start, wieder guter Start. Und Werner, das haben wir schon im Viertelfinale beobachtet, ist kein guter Starter hier, das muss man sagen. Hat diesmal nicht ganz so viel verloren wie in den Rennen zuvor, das ist die gute Nachricht. Für den 31-Jährigen aus Hannover. Nicht auf, Werner sogar Nasenspitze vorn. Aber dann, Paffett ein bisschen später auf der Bremse. Ja. Macht er einige Meter gut, aber aus der Kurve raus ist Werner schneller. Ja, da hat er unten raus den Schwung verloren. Jetzt kommt Werner ein bisschen weit. Jetzt im Moment Duell auf Augenhöhe. Qualmende Räder, das bedeutet immer, Rad bleibt stehen, nicht gut, kostet immer ein paar Zehntel. Und das ist wirklich ganz eng hier. Kein Meter verschenkt. 99.000stel im Moment, die zwei auseinander ist. Werner fast ineinander Mauer. 59.000stel.
wieder stehen bleiben der Räder bei Werner. Also Werner gibt hier im Moment wirklich absolut alles. Und jetzt hat Perfett von diesen zwei kleinen Fehlern profitiert und hat sich einen minimalen Vorsprung rausgefahren. Halbe Sekunde. Dirk Werner beim letzten Rennen zum ersten Mal in den Punkten auf Platz 10 am Norrisring, war wichtig für ihn, kommt wieder ran, hat wieder fast anderthalb Zehntel gut gemacht und muss jetzt in der letzten Runde vor dem Wechsel nochmal alles geben, um Joey Hand eine ordentliche Vorlage zu geben für den zweiten Teil. Er ist ganz eng dran. Letzte halbe Runde. Kommt wieder hin. Er kommt ganz langsam wieder hin. Ist hier gut erwischt. Konnte nochmal ein paar Meter gut machen. Ah, schlechter Wechsel bei BMW. Das ist genau das eingetreten, was Jens Marquardt hier prophezeit hat. Start schlecht, Wechsel schlecht. Deshalb führt hier Mercedes. Und jetzt doch relativ deutlich. Ja, drei Längen haben sie hier beim Wechsel gemacht. Und Christian Vitoris, die beiden schnellsten Piloten, wie gesagt, was die Einzelrunde angeht, gegeneinander im Duell. Christian Vitoris, da haben wir ihn. Zweites Jahr in der DTM für ihn. Hält den Vorsprung und vergrößert ihn sogar. Jetzt hier, ja, Hen konnte etwas verkürzen, hat die untere Kehre sehr gut erwischt. Es ist auch wieder absolut schnellste Runde gefahren bis jetzt. Er kommt jetzt langsam hin, mal schauen. Zwei Runden, zweieinhalb hat er noch. Oh ja, das wird noch mal eng. Zwischen Joey Hand und Christian Vitoris. Jetzt nicht ideal erwischt. Die untere Kurve. Aber und schon wieder ein paar Zehntel weg für Joey Hand. Wieder zwei Zehntel weg. Also unten aus der Kehre, wenn er die so erwischt, der Hand. Letzte Runde. Christian Vitoris gerade noch mal mit fast ausbrechendem Heck in der ersten Kurve. Er merkt natürlich, dass Hand kommt. Aber das lässt er sich nicht mehr nehmen. Christian Vitoris sichert Mercedes den Platz auf dem Podium. Und Joey Hand schlägt noch mal ein. Das hat noch mal ein paar Teilchen gekostet. Alles gegeben hat er, das ist ganz klar. Na, der Wechsel. Der Wechsel hat es ganz klar BMW gekostet, muss man jetzt so eindeutig sagen. Na, mal Jens Marquardt, den Propheten, was das angeht. Und jetzt werden da noch ein paar Teilchen aufgesammelt. Hier sehen wir das nochmal auf der rechten Seite. Auto bricht hinten aus und ganz leicht legt er dann aber. Kein Problem. Ja, ist schon ganz anderen passiert. Norbert Haug etwa bei den Demo-Runden. Ja, das sieht hier wahnsinnig einfach aus. Es sind 600 Meter, Höchstgeschwindigkeit 130, 140, aber ein kleiner Fehler. Du bist neben der Linie, weniger Grip und dann ist die Mauer da. Und Norbert Haug, gerade angesprochen, jetzt ist er bei Heiko Neumann. Und Norbert Haug ist hochzufrieden, denn das Podium heute hier in München, das wird Mercedes dominiert sein. Wie haben Sie das kleine Finale eben erlebt? Ja, war schön, war gut, war spannend. War ein kleiner Rückstand für uns am Anfang, aber das haben sie gut aufgeholt, die beiden Jungs. Und es war der dritte Platz und jetzt geht es um den ersten Platz. Schauen wir mal, was geht. Es wäre schön, wenn wir hier am Samstag gewinnen würden. Und wir sind dazu in der Lage, aber ich denke, wir haben auch starke Gegner. Es bleibt spannend. Ganz herzlichen Dank. Philipp Sommer, bitte. Ja, und jetzt haben wir drüber gesprochen. Jetzt werden wir es Ihnen natürlich auch nochmal zeigen. Das war der Anlehner von Norbert Haug. Hier, zack. In der zweiten Wiederholung kann man es nochmal ein bisschen besser sehen. Vorher im Interview, im ersten hat er gesagt, da ist ihm wohl ein bisschen das Talent ausgegangen. Ja, Knautschzone passt bei Mercedes. Ja, nichts passiert. Ja, das gehört dazu.
und Christian Vitoris bei Christian Dexner. Ja, herzlichen Glückwunsch, Christian Vitoris, zum Podium. Mit einem kleinen Vorsprung sind Sie reingegangen in Ihre Rennen. Wie entspannt oder wie angespannt war es denn? Naja, ich hätte gerne gewonnen, wenn ich ehrlich bin. Wir hatten heute einen sehr guten Speed im Auto, habe mich wohl gefühlt auf der Strecke. Am Ende war es nur das kleine Finale, aber wenigstens haben wir das gewonnen. Und was geht dann morgen? Im letzten Jahr stand ich schon auf dem Podium, von daher versuche ich das mindestens zu wiederholen. Was kann man denn mitnehmen von so einer Veranstaltung hier, wenn es dann in zwei Wochen wieder um Punkte geht in der Meisterschaft, an Erfahrung, an Selbstbewusstsein? Viel Spaß in erster Linie, mal ein gutes Gefühl. Macht einen heiden Spaß im Stadion zu fahren, gerade wenn wie letztes Jahr so viele Leute da sind. Gerade am Sonntag war ja viel los beim letzten Jahr. Von daher macht es uns Fahrern dann auch ganz besonders viel Spaß. Es ist immer eine tolle Atmosphäre, auch hier in München. Die ganze Umgebung ist schön und wir haben ein tolles Wochenende hier. Und jetzt muss man wahrscheinlich kein Prophet sein, um Ihre Prognose fürs Finale abzurufen. Auf wen tippen Sie jetzt? Wer gewinnt? Ja, ich denke, dass Mercedes das im Griff hat. Danke. Also, Timo Scheider hat ja vorher schon die Favoritenrolle durchgereicht oder weitergereicht. Das haben wir ja gehört, dass Christian Vitoris dasselbe sagt und seinen Markenkollegen, seinen Stallkollegen den Sieg wünscht und glaubt, dass sie es machen, ist auch klar. Damals nochmal den Baum Audi Team 2 gegen Mercedes Team 2. Das ist das Finale. Zwei Mercedes werden auf dem Podest stehen. Das ist schon mal klar. Nur wo, das ist die Frage. Timo Scheider wird alles geben, das war ganz klar. Die Einzelzeit von Scheider, Tombé, ganz klar. Damit waren sie schneller, sind sie Favorit. Aber wir haben gesehen, auch der Wechsel muss passen. Man kann hier beim Wechsel alles gewinnen oder verlieren. Und die zwei Audi-Jungs sind richtig heiß. Wobei natürlich auch Ralf Schumacher mit Sicherheit auch ganz heiß mal wäre, mal ganz oben in der DTM auf dem Podest stehen. Norbert Haug, Hans-Jürgen Abt und Wolfgang Ulrich in angeregter Diskussion. Zwei Motorsportchefs von Mercedes und von Audi und Hans-Jürgen Abt, der Chef vom Team Abt, das hier die Finalteilnehmer für Audi stellt in Scheider und in Tombay. Viele haben sich gewundert, warum dieser Adrian Tombay im Team Abt unterkommt, dem vermeintlich stärksten Team, als einer, der noch wenig Meriten sich erworben hat im Motorsport. Aber wie gesagt, da haben wir ihn, Adrian Tombay, den Franzosen, der inzwischen nach Österreich gezogen ist, Nachbar übrigens auch ist von Timo Scheider. Also, und diese beiden Nachbarn, die mischen hier auch das Olympiastadion ordentlich auf. Doch jetzt wird es eng werden für sie. Das erste Duell Schumacher gegen Scheider. Auch Schumacher, ja, Wahlösterreicher, lebt in Salzburg. Mit seiner Frau Cora und Sohn David. Tombay wartet an der Box. Und jetzt gibt es drei Wechsel, das heißt, es wird mehrfach gewechselt. Zuerst geht Scheider ins Rennen, fährt drei Runden, dann Wechsel auf Tombay, der wieder drei fährt, dann wieder zurückgewechselt auf Scheider. Und nach drei Runden darf dann noch einmal Adrian Tombay fahren. 12 Runden also insgesamt die Distanz in diesem großen Finale im Olympiastadion. Schumacher hat einen exzellenten Start gehabt. Auch hier ist noch gute 2 Zehntel die Nase vorn. Direkter Vergleich, minimaler Vorsprung. Scheider kommt, hat verkürzt. 63.000stel ist der Rückstand noch von Timo Scheider. Aber hier unten, dritte Kurve, gut erwischt.
Zehntel rausgeholt. Ralf Schumacher. Bei dem das Heck jetzt ein paar Mal weggeht. Aber eine wilde, aber erfolgreiche Fahrt. Jetzt stehenbleibende Räder bei Schumacher. Und das hat wieder gekostet. Ja. Erster Wechsel. Gut. Green kommt sehr gut raus aus der Box. Ja, ich wollte sagen, guter Wechsel bei beiden. Erster direkter Vergleich von Green mit Adrian Tombe. Jamie Green vorne, Jamie Green deutlich vorne. Gute Wagenlänge, ja. Vorsprung ausgebaut. Tambe tut sich jetzt etwas schwer gegen Green hier. Ja, Jamie Green, der hat natürlich einen Rückenwind nach deinem Sieg am Norrisring. Jetzt hat er ein bisschen Vorsprung abgegeben. Und wir bewegen uns schon wieder Richtung zweiten Wechsel. Dann wieder Scheider und Schumacher auf der Strecke. Der Zwischensprint von Jamie Green wirklich ganz stark. Gary Paffett und Christian Vitoris, die Zuschauer. Au! Tombe mit ausbrechendem Heck. Schumacher kommt gut aus der Box. Aber beim Wechsel hat, meine ich, Audi jetzt etwas aufholen können. Wir schauen. 88 Hundertstel Sekunden hat Jamie Green Schumacher einen Vorsprung mitgegeben. Ja. Nach einer Runde. Ja. Ist der weniger. Ordentlich geschrumpft. Halbe Runde schon weniger und nach der ganzen Runde sind es 63 Hundertstel, also Scheider kommt ran. Verbremse hier von beiden. Bleibt im Moment bei 6 Zehntel. Letzte Runde für beide. Dann nochmal wechseln. Norbert Haug sieht sein Team auf dem Weg zum Sieg. Letzte Kurve. Kommt. Verbremse wieder von Schumacher. Darf dann nicht mehr beschleunigt werden auf dem Weg zur Box. Und das ist ein sehr guter Wechsel von Audi gewesen. Tom wäre jetzt richtig dran. Drei Runden sind es noch. Bis zur schwarz-weiß karierten Flagge. Kann Adrian Tombe da jetzt noch mal was reißen für Audi? War unterlegen im Vergleich mit Green beim ersten Mal. Und Green kommt auch hier ganz gut rum. Aber es sind nur 36 Hundertstel Sekunden, die Mercedes noch führt. 35, schwerer Verbremser von Jamie Green. Auto sehr quer gekommen da vor Kurve 1. Hat aber relativ gut kompensieren können. Hat, glaube ich, nicht allzu viel gekostet. Aber Tambe ist dran. Also der kleinste Fehler. Tambe hier runter ganz spät auf der Bremse. Fehlt da jetzt eine ganz andere Linie, Adrian Tombe. Und das bringt ein paar Zehntel. Aber es ist jetzt schon die letzte Runde. Volles Risiko bei Adrian Tombe für diese letzten Meter. Knapp 100 sind es jetzt vielleicht noch. Direkter Vergleich nochmal. Auf Start und Ziel hinunter. Jamie Green kann früher aufs Gas gehen. Ganz spät Tombe auf der Bremse. Aber das muss doch reichen für Jamie Green. Sieg für Mercedes. Zwei Zehntel sind es am Ende noch geworden. Norbert Haug bejubelt den Sieg von Ralf Schumacher und Jamie Green.
Scheider und Tombe sind geschlagen und Mercedes ist wirklich das Maß aller Dinge hier im Olympiastadion. Das muss man sagen, Platz 1 und Platz 3 für das Team von Norbert Hauck. Genauso hat er sich das vorgestellt. Es spiegelt sich das hier im Olympiastadion wieder, was wir in der ersten Saisonhälfte gesehen haben. Mercedes hat die Nase vorn. Gegenüber BMW, Werner und Hahn sehen wir, und auch gegenüber Audi. Ralf Schumacher steht ganz oben auf dem DTM-Podest. Das hatten wir noch nie. Und das wird ihm richtig gut tun. Und auch Jamie Green bleibt auf der Erfolgswelle im Moment. Und Manuel Reuter, der macht sich sofort wieder auf den Weg, um das Ganze noch mal genauer zu analysieren, während wir die Mercedes-Feier sehen, Wolfgang Ulrich und Hans-Jürgen Abt, mit der Gratulation an Norbert Hauck für den Erfolg dieser beiden jungen Herren. Jamie Green und Ralf Schumacher, der von seinem Ingenieur beglückwünscht wird. Ralf Schumacher, 37 Jahre alt ist er geworden vor einigen Wochen. Wie gesagt, die ersten Führungskilometer für ihn am Nürburgring, nachdem er sich in der ersten Kurve am ganzen Feld vorbeigestohlen hatte. Dann aber Aussetzer in seinem Auto, Elektronikprobleme und das vorzeitige Aus für ihn. Aber er hat gesagt, das gibt mir schon mal neuen Mut, dass ich zumindest mal vorne fahren konnte, dass ich gesehen habe, es geht. Und dass ihn dann das Pech eingeholt hat, wie es seinem Bruder Michael auch öfter schon passiert ist in dieser Saison in der Formel 1. Da kann man nun mal nichts dafür. Die Freude von Ralf Schumacher, unser letztes Bild. Heiko Neumann, bitte. Norbert Hauck, Sie werden sicherlich das Bild des Feuerwerks hier im Stadion sehr genossen haben, als ein Mercedes als erster über die Linie ist. Aber es gibt gleich noch ein anderes Bild, nämlich Ralf Schumacher zum ersten Mal ganz oben auf dem DTM-Podium. Worüber freuen Sie sich denn mehr? Ja, beides. Ralf hätte das am Nürburgring schon auf der Hand gehabt, schon im letzten Jahr. Dieses Jahr wieder, dann hat er technische Trouble gehabt, was sehr ungewöhnlich bei uns am Mercedes ist. Und jetzt hat er es geschafft. Es ist ein Prestige-Wettbewerb. Es geht nicht um die goldene Ananas, ich bin irgendwo falsch wiedergegeben worden, es ging um die goldene Ananas, gerade das Gegenteil ist der Fall. Jeder will hier gewinnen und Zweiter wird man hier so gerne wie Bayern München in der Bundesliga und in der Champions League, da will jeder gewinnen und unsere Jungs haben es geschafft und dritter Platz auch, also das ist wirklich eine tolle Leistung. Ganz herzlichen Dank, Norbert Hauck, und wir gehen raus ins Fahrerlager zu Christian Dexne. So, und jetzt gehen wir hinter den beiden hinterher, hinter Ralf Schumacher. Ralf, wenn Sie kurz mal warten würden für uns. So, da sind wir. Ja, herzlichen Glückwunsch. Erster Sieg in der DTM. Ja. Was ist er wert? Ja, es ist, zwar ein Show-Event, aber trotzdem möchte man ja irgendwie gern vorne dabei sein. Und wenn es natürlich so gelingt, dann würde ich sagen, war es ein perfekter Tag. Und wir sind natürlich sehr froh, dass wir Erster und Dritter geworden sind heute. Was kann man denn mitnehmen von dem, was Sie hier heute gezeigt haben? Vor allem die Starts haben uns ein bisschen beeindruckt. Ja, die Starts sind eigentlich immer sehr gut, aber das fällt natürlich nicht so auf, weil ich meistens im Qualifying ein bisschen hinten stehe. Aber hier war es natürlich besonders gut. Es ist eine gute Übung, aber auch, ich muss sagen, nochmal ein Kompliment an die Veranstaltung und den Veranstalter, weil letztes Jahr war es ja mehr so ein wirklicher Show-Event. Jetzt haben wir eine Rennstrecke, wo man auch mal blockieren kann, wo man richtig Rennen fahren kann mit Auslaufzonen, wo man wirklich ans Limit gehen kann, was wir alle tun. Das hat man ja gesehen, ohne dass man direkt in die Mauer geht. Und wie sieht jetzt der weitere Tag aus? Feiern oder vorbereiten? Ja, ich muss jetzt gleich erstmal den Chef fragen, wie er das sieht. Mir wird das ja heute schon mal reichen, das werde ich ausnutzen, aber schauen wir mal, morgen ist ja auch noch Tag. Gut, dann viel Spaß. Jamie, herzlichen Glückwunsch auch Ihnen. Es scheint im Moment Ihnen alles zu gelingen. Vor zwei Wochen am Nürburgring, fantastisch. Heute jetzt auch hier gewonnen. Wie fällt das Fazit aus? Ja, das war Spaß für mich. Ich denke, ich und Ralf machen ein starkes AMG-Team heute und das ist natürlich sehr schön zu machen, das Sieg heute und ja, alles gut für morgen. Gut, dann sind es nur noch 10 Meter bis zur Siegerehrung. Viel Spaß, lassen Sie sich feiern. Das ist jetzt aber auch, da ist er unterwegs zu seiner ersten Siegerehrung. Ralf Schumacher in der DTM, da wird er noch von Christian Dexne abgegrätscht auf dem Weg dahin. Aber er hat es mit Humor genommen, Sie haben es gesehen und es wird gleich umso schöner, wenn die Vorfreude noch ein bisschen hinausgezögert wird für Ralf Schumacher und für Jamie Green.
Da gibt es noch die richtige Mütze. Und dann geht es dann auch gleich los für die Podestpremiere. Ganz oben für Ralf Schumacher. Erster Sieg für ihn. In der DTM, auch wenn es nicht um Punkte geht. Zweiter und Dritter war er ja schon mal in einem Wertungslauf in Hockenheim und in Spielberg im letzten Jahr in dieser Saison. Lief es noch nicht so gut für Ralf Schumacher. Jetzt also steht er zum ersten Mal ganz oben. Timo Scheider, Adrian Tombe. Das Team Lochau, wenn man so will, da wohnen sie nämlich am Ufer des Bodensees zusammen. Auf Platz 2. Und Vitoris und Paffett machen den perfekten Mercedes-Nachmittag perfekt. Und es gibt hier natürlich auch eine Hymne für die Sieger. Katrin Lange singt sie. Das kann man doch auch mal fotografieren, Norbert Haug. Was für ein Erinnerungsfoto für den Mercedes-Motorsportchef hier aus dem Olympiastadion und ein schicker Pokal für Ralf Schumacher. Vorsicht, Augen nicht ausstechen am Turm. Und noch mal ein bisschen Feuerwerk dazu. Das Motiv wird immer besser für Norbert Haug. Adrian Tombe, für ihn sicher auch ein ganz wichtiger Tag in seiner DTM-Karriere. Sie erinnern sich, vielleicht vor einem Jahr war Eduardo Mortara als Newcomer hier auf dem Podium als Sieger am Samstag, als Zweiter am Sonntag. Das war so der Beginn einer sehr guten Phase in der DTM, die er in diesem Jahr fortgeführt hat. Vielleicht geht's Tombe ähnlich. Und der war auch in diesem Finale der schnellste in einer Einzelrunde. Auch ein Fakt, der ihn begeistern kann. Gary Paffett, der Dauergast auf dem DTM-Podium in diesem Jahr. Natürlich wieder dabei. Jetzt wird es eng, ganz oben. Aber da macht man sich gern mal ein bisschen schmal für dieses Foto. Norbert Haug ist wieder gefragt. Und beim Sektspritzen hat Audi ganz klar den ersten Platz belegt. Prost, Ralf Schumacher. Norbert Haug wird ihn sicher ein bisschen feiern lassen. Ich bin mir sicher. Das war's von uns. Wir gehen nach unten. Ja, ihr kommt drauf. Ja, wunderbar. Ja, wir klettern jetzt hier mal hinten rum. Da kommt Timo Scheider an. Timo, herzlichen Glückwunsch. Da ist der Shampoos. Wie gut tut das, mal wieder auf dem Podium zu stehen? Ja, ist lange her. In Wirklichkeit viel zu lange. Auch wenn es nur ein bisschen Show war in Wirklichkeit, wo jeder von redet. Es war schon eine sehr, sehr ernste Sache.
Wir haben immer gesagt, wenn die Tür zugeht, dann ist Attacke. Und das war bis im Finale so. War am Ende 2/10. Es war ein toller Tag heute und es tut gut, muss ich sagen. Wie ist das denn eigentlich, im Team zu fahren? Man ist ja als Rennfahrer sonst eigentlich eher Einzelkämpfer. Wie haben Sie das erlebt, zusammen mit Orion Tombé diesen Tag zu verleben? Ja, der Adrian und ich haben witzigerweise die letzten Wochen sehr viel Zeit miteinander verbracht. Habe ihm Adrian eine Wohnung in Österreich besorgt, habe mit Einrichten helfen und so. Von daher passt die Kombination gerade sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, es ist eine andere Herausforderung gewesen, aber es hat riesen Spaß gemacht. Es wirkte im Finale immer so, es war zwar sehr spannend, aber dass Sie immer so ein bisschen warten mussten, bis einer von den Mercedes-Fahrern mal einen kleinen Verbremser, einen kleinen Fehler hier drin hat. Wie haben Sie es erlebt? Ja, also wir haben eigentlich über die freien Trainings und über den Tag heute gesehen, dass der Mercedes sehr, sehr stark ist und dass du sie eigentlich nur schlagen kannst, wenn die einen kleinen Fehler machen. Wir haben es probiert, ich glaube beide. Von daher bin ich eigentlich mit P2 sehr zufrieden und das ist ein gutes Gefühl, das jetzt auf morgen auf das Single Race zu nehmen und für die weitere Saison natürlich. Ja, morgen ist ja auch noch ein Tag. Morgen gibt es das Einzelrennen, dann eben wieder alleine ohne Adrian. Wie viel kann man denn an dem Auto noch arbeiten? Wie viel kann man möglicherweise sich auch ein bisschen abgucken von dem, was Mercedes heute gemacht hat, oder ist das schön? Ja, natürlich ist es ein anderes Auto vom Charakter her. Also kann man nicht so wirklich viel abgucken. Man kann sehen, wo die fahren können, was wir vielleicht hier und da nicht können. Dafür können wir andere Sachen vielleicht ein bisschen besser. Also man kann eigentlich nichts kopieren. Wir müssen Nuancen probieren, einfach zu verbessern. Das werden wir machen, ja. Ja, vielen Dank, Timo Scheider. Jetzt gucken wir mal, ob wir den Adrian nebenan auch noch mal kurz interviewen können. Na, der ist jetzt leider gerade im Gespräch. Na, haben wir denn noch einen anderen Gesprächsgast? Nee, da vorne sind die beiden, Gary und Christian Vitoris, auch bereits im Interview. Dann gehen wir mal ab. Heiko Neumann, glaube ich, hat den Chef von Timo Scheider, Wolfgang Ulrich. Ja, Dr. Wolfgang Ulrich, wir haben es gerade gehört. Timo Scheider überglücklich, dass er endlich mal wieder auf dem Podium steht, auch wenn es nur der zweite ist. Wie zufrieden sind Sie denn heute mit Ihren Jungs? Oh, ich glaube, die zwei haben einen guten Job gemacht. Das war extrem eng, das haben alle gesehen. Und ja, ganz kleiner Fehler irgendwann einmal, den man vielleicht gar nicht gesehen hat. Man hat ja bei dem Finale auch noch die Möglichkeit gehabt, durch dieses zweimalige Wechseln, kann man ja auch schon bei einmal ein bisschen mit durchdrehen, Rädern wegfahren, ist einmal ein Zehntel oder zwei gleich weg. Und bei dem geringen Abstand, den wir zum Ende gesehen haben, also ich bin mit den Jungs zufrieden und ich glaube, die Kombination aus dem Team und den Adrian war auch etwas, was wieder einmal so ein bisschen Pep hineingebracht hat. Ich freue mich vor allem für den Timo, weil ja, der hat ja, glaube ich, jetzt keine tolle Zeit heuer in der DTM und das ist für ihn moralisch sicherlich sehr wichtig. Und auch für den Adrian, der eigentlich schon die ganze Saison immer wieder nur im positiven Sinne auf ihn aufmerksam gemacht hat und das heutige Ergebnis passt bestens dazu. Wir haben gesehen, dass die Mercedes eigentlich über den ganzen Tag hin am Start unheimlich schnell weggekommen sind. Können Sie da bei Ihren Autos noch ein bisschen was schrauben, ein bisschen was drehen über die Nacht? Nee, also das liegt ausschließlich daran, wie der Fahrer die Kupplung kommen lässt und wie er es spürt, dass die Reifen nicht zu sehr durchdrehen. Hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Luftdruck zusammen. Also da gibt es viele kleine Dinge, die zusammenspielen. Aber ich glaube, der perfekte Start in der DTM ist schon noch sehr in den Händen des Fahrers. Ganz herzlichen Dank, Dr. Wolfgang Ulrich. Viel Spaß für morgen und wir geben wieder zu Christian Dexne. Genau, und hier ist Gary Peffert, der anders als Timo Scheider fast in jedem Wochenende auf dem Podium steht. Gary, you seem to be always on the podium this year. Is this the best season of your life so far? So far, yeah. I mean, I'm getting quite used to being on the podium. So it's good to come to such a different event and be on the podium again, especially part of a team with Christian. It's really good. It's really good working with him and today's been good fun. So yeah, it's excellent. Ja, also Gary sagt, es macht einen Riesenspaß. Es sieht tatsächlich so aus, ob das beste Jahr in seiner Karriere ist. Er fährt fast immer aufs Podium, hat heute großen Spaß mit Christian Vitoris. Tomorrow you will drive alone. So what's your plan for tomorrow? Was haben Sie sich für morgen vorgenommen, wenn es alleine auf die Strecke geht? I think Christian was helping me out a bit today. I think he did a better job than me. So I'm on my own tomorrow, so I've got to go a bit quicker, I think, tomorrow. But, you know, we'll see. It should be good fun again, but I've been on the podium once this weekend, so I'm happy. Okay, thank you, Gary, very much. Also er sagt, morgen wird es für ihn schwer. Er ist eigentlich schon zufrieden mit einem Podiumsplatz, denn heute war eigentlich Christian Vitoris der Bessere. Und deswegen wird es für ihn morgen schwer, sagt Gary Peffert. Und jetzt gehen wir zurück zu Lambert Dinsinger. Ja, fielende, strahlende Gesichter und der Shampoo fließt, die Sonne scheint und auch Manuel Reuter ist bei mir, auch er strahlt. Manuel, wie fällt das Fazit aus bei Ihnen? Ja, ist natürlich, glaube ich, sehr wichtig für den Ralf Schumacher. Der erste Sieg in der DTM, auch wenn es nur hier bei dem Show-Event war. Man hat gesehen, dass ihm schon einige Kilos von den Schultern gefallen. Er ist wirklich sehr entspannt, er genießt es hier. Und das kann jetzt vielleicht auch so ein bisschen der Startschuss, sage ich mal, sein, dass er es auch mal wirklich in der DTM jetzt mal wirklich vorne fährt. Denn ein Schumacher muss Rennen gewinnen. Das ist der Name einfach schuldig und dafür steht er.
Ich habe ihn selten so locker gesehen wie heute. War da im Vorfeld schon irgendwas ausschlaggebend, wo man sagen kann, da ist ein Knoten aufgegangen in der DTM? Ja, mit Sicherheit war der Norrisring vor zwei Wochen nicht schlecht für ihn. Er hat das Rennen angeführt, er hat leider Gottes Elektronikprobleme gehabt, er hat eine Siegchance gehabt. Ist dann sehr entspannt hierher gekommen. Das Streckenlayout passt ihm. Er hat ja auch gesagt, man kann hier jetzt kleine Fehler machen. Das ist eine richtige Rennstrecke. Und er ist das ganze Wochenende über stark. Er genießt es hier auch, dieser Kontakt zu den Fans, das Ambiente. Und ich hoffe, dass wir ihn jetzt öfters mal auf dem Podium sehen. So ein Event, muss man das wiederholen aus der Sicht der Rennfahrer? Also ich glaube, so ein Event ist sehr wünschenswert. Man kann sich vielleicht darüber streiten, ob das eine richtige Rennstrecke ist, aber der Grundgedanke dieses Events ist, glaube ich, genau richtig, da hinzugehen, wo die Menschen sind. Tolle Stimmung, tolle Emotion. Und das Ganze muss man vielleicht noch überlegen, wie man es etwas spektakulärer gestalten kann, vielleicht mit so einem kleinen Sprung drin oder was. Da werden zwar die Sportchefs die Haare raufen, aber prinzipiell muss ich sagen, ist das eine sehr, sehr gute Idee. Der Antrieb war jetzt heute der Grip. War ein großes Thema, aber ich glaube, man muss auch vorausschicken und sagen, bevor es losgeht, die Voraussetzungen für die Rennfahrer sind ja die gleichen. Alle haben den gleichen Antrieb. Das ist richtig. Man hat bei dem neuen Reglement der DTM mittlerweile über 60 Einheitsteile. Der Reifen ist das gleiche hier, das Differential, das Getriebe. Also hier ist es auch wirklich so, wie der Dr. Ulrich sagt, gerade beim Start ist der Fahrer gefordert, dieses Timing zwischen Kupplung, Gas und wie viel Schlupf, wie viel Durchdrehen der Räder lasse ich zu. Und man hat ja gesehen, über 12 Runden haben es hier 2/10 entschieden, über Sieger und Zweiter. Also es ist DTM, it is best, es geht wahnsinnig eng zu und der Fahrer hat heute und hier auch den entscheidenden Unterschied gemacht. Wir freuen uns für Ralf Schumacher, muss ich ganz ehrlich sagen, war ein tolles Rennen. Vielen Dank, Manuel Reuter. Zwei Wochen geht es ja weiter mit der DTM. Und liebe Zuschauer, bei uns geht es natürlich weiter im Bayerischen Fernsehen am Sonntagabend mit Sport in Bayern um 22 Uhr. Aber Montag, Blickpunkt Sport, möchte ich Ihnen noch mit dem Sportpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten, da wird der Bayerische Sportpreis verliehen ab 20.15 Uhr, möchte ich Ihnen noch ans Herz legen. Nicht vergessen, Sportpreis. 20.15 Uhr, Bayerisches Fernsehen, Montagabend. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstagabend und einen wunderschönen Sonntag. Und wir verabschieden uns mit den Bildern des Tages. Auf Wiedersehen.